Aufnahme, wir müssten. So, ja, wir sind auf Sendung. Und mein Mikro ist diesmal sogar nicht gemutet. Yay! Hallo, oh, ja, ich habe jetzt woanders meine Aufnahme mal gestartet. Mal komplett von unvorbereitet. Willkommen. Und wieso sagt mir das hier was anderes? Okay, ich muss hier nochmal neu laden. Und bitte funktioniere. Ja! Psst, Ernst. So, nämlich Ernst, der nicht nur im Chat ist, sondern ist auch hier im Voice mit dabei. Hallo, Ernst. Bin ich das? Nein, nein. Und ZX okay. Auch. Uhu. Jetzt schon vier Zuschauer. Ja, perfekt. Genau, wir wollen heute die restlichen Secrets holen. Da habe ich schon ein paar Kisten vorbereitet. Das, hier habe ich alles eingeräumt. Ah ja, ich habe offscreen ein bisschen gearbeitet. Nämlich das Hups-Passiert-Secret habe ich gefunden. Ich habe in Fässer reingeguckt und das hier gefunden. I'm sorry, ich weiß auch nicht warum. Ich hab mich schon, ich bin super laut. Ich bin super laut. Ich kann, ich weiß auch nicht, wie ich das allgemein lauter stellen könnte. Lilly. Oh, sorry. Ansonsten machst du halt einfach den Browser lauter, Lilly. Ja, dann muss Lilly wohl den Browser lauter machen. Ja. Das geht ja auch. Ja, das muss sie. Ja, genau. Dann wird sie das wohl definitiv machen. Ja. Ja, dann ist das aber bei dir, Lilly. Dann ist das ganz eigen bei dir, wenn das nicht nur bei mir so ist. Warte, das heißt, du hast dein Headset auf 100, beziehungsweise deine Lautsprecher auf 100%, den Browser auf 100% und den Stream auf 100% und es ist trotzdem zu leise? Da würde ich, glaube ich, Hörgeräte empfehlen. Ja. Genau das. So, ja, ich habe hier, wie gesagt, Kisten vorbereitet und hier die Möglichkeit für mehr Kisten und es ist schon eine Menge, die wir gefunden haben, finde ich. Es ist schon ordentlich. Ah, und hier haben wir alle 18 Schädel. Weil das sind alle 18, alle 18 Schädel, sind alle 18 Secrets aus dem letzten Mal. Und die Bugs, die Homebugs sind verschwunden. Ich kann mich wieder nach Hause teleportieren. Momo, nach Hause teleportieren. Okay, ich höre auf. Daran hab ich es auch. Ist ziemlich schrecklich, wenn man es mitbekommt, aber nichts machen kann, ne? Ja, das glaube ich. Ich saß da so, ich so, nein, warte, jetzt antwortet Lili nicht, jetzt antwortet Josh nicht, gut. So. Ich habe nämlich Behind the Demon nochmal gefunden. Kann man alles nachschauen in meinen alten Streams. Ich habe Shalt'n'Run geschafft. Ich habe das unheilige Opfer ja schon letztes Mal im Stream gemacht und Einweghöhlen auch. Wieso habe ich mir weniger... Ah, nee. Schwimmen will gelernt sein auch. Hä? Ah, nee. Ich habe eins zu wenig. Und die Brunnenhölle. Das glaubt man nicht. Letztes Jahr habe ich da, ich weiß nicht wie lange gebraucht, um das zu machen. Bestimmt eine Stunde. Dieses Mal in der Nacht habe ich mir gedacht, komm, mache ich noch die paar Sachen. Niemand ist online. Niemand schaut mir zu. Ich spring los, schaff's fast. Ich spring los, falle in der Mitte runter. Ich spring los, schaff's. Dritter Versuch. Ich habe es geschafft beim dritten Versuch. Ja, du hattest auch davor schon ein bisschen geübt. Aber nicht viel. Ja. Außerdem gibt es jetzt in diesem Event ja ein Jump'n'Run, das nochmal etwas schwerer ist. Ja, das müssen wir noch machen. Also das musst du auch heute noch nur machen. Nur bei kleinen Streamern. Hm. Oh, sorry. Das weiß ich nicht. Vielleicht. Vielleicht geht es tatsächlich um einen Mischpult. Das wäre dann also, quasi, sobald man ein Mischpult hat. Also bei mir passt Momos Lautstärke, wenn ich mehr den Stream. Ja, eigentlich auch, ich weiß nicht. Das ist ja genauso laut wie im Teamspeak und das passt. Hm, okay. Also Lilly sagt halt, dass sie mich fast gar nicht hört. Also Momo hört sie noch so gerade und mich eigentlich fast gar nicht.
Du bist dieses Mal auch ein bisschen leiser, muss ich zugeben. Moment. Ja, weil ich sonst immer zu laut bin, ich weiß. Bist auf minus 13 Dezibel gewesen. Ich habe dich jetzt mal um 3 hochgestellt. Ja, dann geht's ja vielleicht besser. Wie viele Dezibel hörst du mich bin ich jetzt denn? Auch? du bist auf plus 3, na, also Momo, das ist ganz normale. Wie viele Dezibel bin ich denn? Oh. Ja, okay. Wir sind keine. Keine ein paar Dezibel nee. Lauter. Hallo, Nalan. Bisschen besser. Ja, warte mal, ich mach mal das so und. Settings ist. Oh Gott! Was? Ist gut. Danke, Malte! Für den Resub! Schreit doch nicht alle so. Ja, dann musst du uns leiser machen. Nee. Okay, ich mach's. Alle hier Probleme mit ihrer Lautstärke. Bichasch. So, okay. Ich hab euch jetzt angepasst. Es sollte funktionieren, hoffentlich. Du hast. Ach, das Train-Ding ist das Train-Ding, weil du beim Hype-Train dabei warst? Oder warum hast du das? Oder ist das von woanders? Ich denke, weil ja. Cool. Maltim ist ein Zug. So. Und dann sind wir wieder. Hallo, Sedix, hier drin. Hey. Ernst war gerade auch noch irgendwo hier. Ah, da ist er. Hallo Ernst. Nur versteckt. Hab's absolut keine Ahnung. Ja, dann ist es wahrscheinlich, weil du beim Hype Train Bits gespendet hast. Bei meinem. Ach, Momo, weil es letztens um den Hexenhut ging. Ja, das ja. Sind, wie Ernst sagte, alle, die einen Cape hatten. Ja, du hast ja auch einen Cape war an schon gerade. Richtig. Ja, genau. Ja. Also. Ja, komm, gebe ich euch die das Secret noch, das, was ich gefunden habe, ohne dass ihr dabei wart, quasi. Das zeige ich euch noch schnell, wo ich das her habe. Weißt du denn, wie viele Secrets von diesem Jahr du jetzt hast? Hast du das ich mal gezeigt? Ich weiß noch nicht, achso, wie viele Secrets ich habe, bin ich mir nicht sicher. Nee, steht da oben. Da. Diese Barrel. Was? Ja, ja, ja. Genau. Momo ist die einzige, die schreit. Hä? Ich quietsche ab und an. Warte mal. Vielleicht sind sie noch. Okay, die haben nicht mich gemeint. Okay, das war gerade extrem gutes Timing. Im Chat, schrei da nicht so rum. Okay, also wir müssen noch das Teil machen. Aber das ist eher langweilig irgendwie, finde ich. Das Teil? Das Jump'n'Run. Komm, wir können es ja mal so 3-4 Mal versuchen. Ja, welches wohl? Ach so, das ja. Die anderen Jump'n'Runs habe ich alle schon. Glaube ich. Stille. Ich habe das, glaube ich, hinzugefügt, weil es so still ist. Ich muss mich die Tage dann auch mal dran setzen, mir die ganzen Chests auch holen. Ja. 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 Immer in den Weg kann ich easy runterlaufen. Genau. Meinte noch so zu Ernst, so, wollen wir das zumachen? Kann man nicht runterspringen. Nee. Aber nee. Das wäre langweilig gewesen. Nee, das wäre vor allem. Dann hätten sich die Leute auch nicht so viel verwirrt, glaube ich, tatsächlich. Kann gut sein, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ui, springen wir mal ein paar Mal. Aber ich habe letztes Mal echt richtig mitgefiebert. Also ich hatte als ich versucht habe zu springen. Ja, ja. Ich habe wirklich richtig so, ich war die ganze Zeit so, komm Momo, den Sprung, den schaffst du. Es ging halt wirklich bis zum vorletzten Sprung. Ja, 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 genau. Sie war so nah dran und ich so war so häufig. Schon so, bitte, bitte. Und er so, nein. Also ich habe so voll mitgefiebert. Ich meine, die ersten paar Minuten, den Sprung hier zu springen, ist ja auch okay. Dann können die Leute, die meine treuen Zuschauer haben, dann ein bisschen Zeit, um aufzuschlagen. Ja, das stimmt. Bisschen als Start. Ups. Und an Timmy, falls du jetzt hier bist, du bist ja mittwochs nie dabei. Ja, das habe ich die letzten beiden Mittwoche gemacht. Kommt jetzt so rüber, als hättest du das die ganze Zeit gemacht. Was?
Das Jump'n'Run. Ja. Mann! Das ist der vorletzte Sprung übrigens. Ja, nee, ich... Das Event hab ich gemacht. Ich mach's jetzt tatsächlich auch nur deswegen... Genau, ich bin nur 2 Wochen rumgehüpft, Lilly. Ich mach das jetzt auch nur deswegen auch am Freitag, weil die das am Sonntag wieder schließen wollen und... Ja. Voll traurig, aber Halloween ist halt leider schon vorbei. Ja. Und ganz ehrlich, wenn ich das hier ewiglich nicht schaffen werde, dann werde ich das auch nicht im Stream machen. Ich will euch nämlich nicht wieder wie letztes Jahr eine Stunde damit langweilen. Ich würde, wenn das so... Komm! Ha! Oh. Ich hab nichts gesagt! Ich hab nichts gesagt! Gibt's hier einen Safe-Punkt? Ich laufe hier gerade nur gedockt lang. Wenn du jetzt hier runterfällst, bleibst du hier drauf. Aber du darfst jetzt nicht von hier wieder runterfallen. Ja, ich bin... Ja, wenn du natürlich da runterfällst, dann ich sneake gerade. Oh mein Gott, ich hab nichts gesagt. Ich muss da drauf, ne? Ich will nicht da drauf springen. Nein, musst du nicht. Ich muss nicht da drauf? Okay. Du kannst auch von hier vorne einfach weiter abspringen. Okay. Oder von hier, oder von da, oder... Okay, es ist da und dann da. Okay. Aber immer, wenn man es am wenigsten erwartet, schafft man es irgendwie, ne? Das ist ja ein Bäh. Warte, ja, der war genau von da will ich hoch. Die Leiter war eigentlich noch unten. Und dann so. Dann meinten Ernst und ich unmöglich so. Ernst. Es war möglich, aber das wäre echt. Ups. Ja, okay, ich will nicht von da abspringen. Zu fies gewesen. Ach Gott, wieso habe ich das jetzt. Ich habe das nicht erwartet. Jetzt musst du es halt auch zu Ende machen, ne? Okay, da darf ich nicht sprinten. Nee, jetzt muss ich es zu Ende machen. Ja. Ja, ansonsten muss ich nämlich dann wieder von vorne anfangen. Ja. Und das wäre nicht so. Nee. Okay, ich muss ja jetzt erstmal kennenlernen. Ich habe ja keine Ahnung, was das hier ist. Da kann man nicht sprinten am Anfang, wenn ich so springe. Dann springe ich halt doch von den Mauern aus. Ich hasse Leitersprünge. Habe ich euch das gesagt? Weil du halt einmal an der Leiter dran bist, hast du es fast. Ja. Also, habe ich es fast, ja. Ganz vorsichtig. Das ist ja von der Leiter wirklich nur noch hoch. Ja, ja, nur noch hoch, noch aber ich muss jetzt, ja. Mh. Ja. Und, ja. Okay. Da. 3 Sprünge. Ich hab's! Haha, ich hab's! Hey Lilly! Glückwunsch! Ich hab's geschafft! Okay, das war nicht in dir. Das war schön. Warte. War schön, war gut. Hat funktioniert. Ja. Yeah. Ich habe gerade Kartoffeln gegessen. Und eine Candle noch drauf. Ja, kannst du machen, während ich hier umfülle. Ah, schön. Fuck. Okay, gut. Das war nur ein... Was? Ich weiß nicht, was das war. Was war das gerade? Hallo, Nerten. Ich weiß nicht, was das war. Aber ihr habt's gesehen. Ja. Im Stream, ja. Spawn, Glow Squid und Axolotl. So, und die beiden. Okay, ich hatte jetzt tatsächlich, ich war gerade am sagen, wenn ich das jetzt nicht schaffe, dann mache ich das offscreen und lade das dann hoch halt, weil Sprungstiefel. Uff, was? Das hat, mehr drauf, als es darf, oder? Ich glaube schon, ja. Das hat ja quasi alles drauf. Ja, weil das hat Protection und Projectile Protection noch mit drauf. Eigentlich kann man nur ein Protection mit drauf machen. Das Schöne ist, aufgrund dieser Minecraft-Mathematik bringt das gar nicht so viel, wie man eigentlich denkt. Aber es ist trotzdem... Ja. Ja, der Kuchen war jetzt quasi für alle Zuschauer da, Lilly. Genau. Für alle, die
damit gequält haben, sich das anzuschauen. Irgendwas mit dem Doppelklick ist kaputt. Oh. Irgendwas mit dem Doppelklick oder Ziehen ist kaputt. Bitte? Ja, vielleicht einfach mal versuchen, neu zu connecten danach oder so. Vielleicht geht's dann besser. Da! Nee, irgendwas mit dem Ziehen. Ist doch nicht schlimm, wenn sich die Items duplizieren. Geh mal! Die duplizieren sich halt nicht, die ziehen sich nur. Warst du eben in der Creative? Nee. Okay. Ich zieh die. Bug hatte ich auch schon mal, aber ich glaube, das sollte weggehen, wenn du B-Connect. Sag einmal! Dahin. Das möchte ich bitte dahin. Das, dahin. Das, ja. Ja! Guck mal, da ist es wieder brav. Okay. Okay, ich hab's geschafft. Ja, ich. Was hast du denn dagegen, einen ganzen Stack Axolotl-Spawn-Eier zu haben? Ja, als würde es kopiert werden. Ne, ich brauche nicht so viele. Ich disconnecte einmal schnell. So, mal schauen, wer weiß. Habt ihr hier einen Button hingemacht? Hey, die will ich auch haben. Guten Tag. Wer ist das? Das ist Smeffy. Ist das Smeffys momentaner Skin? Das ist Smeffys momentan. Ah. Okay. Na ja, gut. Und einmal rückwärts. Ja, gut, nehmen wir mal. Die Blumen gibt's noch nicht da. Ist die bisher noch für Survival-Spieler nicht zu bekommen. Ja, ja. Ja, aber ich weiß. Aber als hatten wir die ja schon. Ich genauso weiß, wie die Skark-Sensoren. I know. Okay, cool. Warum mache ich das gerade? Frage. Sollen wir erst das Secret suchen? Das ist das Secret, was worauf mich Ernst angesprochen hatte. Ja. Oder gehen wir erst die Schädel abgeben? Egal was, wir machen einmal... Ernst? Ja? Tja, warte. Ich würde sagen... Man könnte ja erst den einen machen. Psst. Ich würde aber sagen, wir gehen erstmal raus. Ich würde sagen, sie sucht zuerst die Secrets, oder? Ja. Nein, ich gehe jetzt erst raus. So. Was? Ich habe schon gehört, dass ich, weil mir das jemand gespoilert hat, der das jetzt schon teilweise gemacht hat, dass man die abgeben muss. Finde ich nicht schön. Ich will die behalten. Die Artefakte. Du bekommst... Nee. Psst. Ich sag nichts. Halt, das ist der falsche Weg. Hey, Lilly. hier lang ging's auch, glaube ich. Komm. Genau, ich habe ja wie gesagt alle 18 Schädel jetzt schon. So, bisher sind wir immer zurückgeschleudert worden. Guten Tag. Werde ich auch zurückgeschleudert jetzt, wenn ich keinen im Inventar habe? Was war das? Ich bin doch gerade durch die Türe gegangen. Ich denke, ich sollte mich nochmal genauer umgucken. Dann, nehmen wir mal einen Schädel. Okay, das ist, kann ich bitte einen Schädel ins Inventar und gehen dann hier rein. 6 Schädel ins Inventar. Okay, gut, dann nehmen wir mehr als einen Schädel ins Inventar. Wenn es drei Türme sind. Ah! Will ich gerne 5 auf jedem haben. Es ist schwierig! So. Nein! Momo kann sich noch an das Rätsel erinnern. Ja, es war was. Was war die Zahl? Ah! Nee. Lassen wir sie erstmal da verzweifeln. Ah! Ist das. Sonst machst du halt einfach mit Rechtsklick. Ja. Ja, versuche ich ja. Okay. Glaube ich dir nicht. Ah! Okay. So, du gehst jetzt dahin und du gehst jetzt dahin. Okay, ich verstehe, wie ihr meint, durch 3 geteilt. Göttliche Zahl war also richtig 3 und durch 3 geteilt dann 6, 6, 6, durch 3 genau. Jedes Mal 6. Okay. Genau. Ergibt auch Sinn. Ah, der hat es also doch kapiert. Ja, ich habe wegen 3 Türmen wollte ich es in 3 teilen. Aber klar, göttliche Zahl ist halt, wie gesagt, immer noch... Wie schön, dass ich die göttliche Zahl auch von Anfang an richtig hatte. Okay.
Ja, man muss dir halt nur richtig teilen. Jeje. Okay, ich kann da nicht hinstellen. Dann machen wir das. Hört man Einkaufssounds bei dir im Zug? Ja. Ah, perfekt. Soll ich das ein bisschen lauter machen? Warte mal. Ein bisschen vielleicht, ja. Ja, es, jetzt hört man es, glaube ich, gut. Tschuk, tschuk. Blödes Ding. Mhm. Weiß nicht. Wir sollten vielleicht schauen, dass wir im GM3 nicht zu nah dran sind. Oder? Nö, das, wir haben den Check nicht. Das sollte kein Problem so. Machen. Nur vielleicht nicht unbedingt. Ihr könnt ja auch einfach das jetzt, den Part einmal aus dem Stream angucken. Bup. Ja, machen wir. Und bup. Aua. Ah. Oh. Oh. Okay. Ich sehe das von außen. Interessant. Ganz viel Glitzer. Lilly im Hintergrund. Ja, ja, Lilly, das sind Irrlichter. Da oben. Richtig cool, habt ihr das gemacht. Ah, leck. Ah! Oh. Da in der Mitte stehe ich. Stand ich. Werde ich stehen. Habe ich gestanden. Oh, die kommen näher. Die kommen näher. Die kommen näher. Die Schädel kommen näher. Hilfe! Eine Schalke. Oh Gott. Und ich werde hierher teleportiert. Oh. Okay. Verdammt, ich wollte die Musik noch ein bisschen hören. Okay, ich habe eine Schalke bekommen. Die Artefakte des Verdorrten heißt. Und die, okay, die hat die Schädel auch drin. Ja, genau. Dann ist, oh Gott, was steht da? Dunkler Wächter. Cool. Inkarnation des Verdorrten. Energisierte Kristalle. Sehr coole Cutscene. Ja. Sehr coole Cutscene. Habt ihr echt gut gemacht. Ja, ich glaube, ich habe da 12 Stunden dran gesessen oder so. Es war sehr, sehr cool. Schrecklich. Sehr, sehr cool. Buch der Riten. Ja, Das hätte ich selbst nicht gedacht, dass es so krass wird. Also da habe ich mich selbst übertroffen, könnte ich sagen. Hast du krass gemacht? Mhm. Ist heftig. Also. Und mein Vorschlag wäre jetzt tatsächlich, dass du vielleicht. Jetzt Secrets weiter. War das ein Traum? Und dann die anderen. Weißt du? Okay. So könnte man das dann quasi so ein bisschen bei den Streamen einteilen. Möglich, ja. Und nein, Lilly, das waren keine Lichter da, das war Glitzer. Also sonst wäre das ein bisschen langweilig, wenn wir die quasi jetzt alle drei hintereinander direkt machen. Ja, 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 verstehe ich. Ich meine, es ist wahrscheinlich jedes Mal dieselbe Cutscene. Ja. Da, da, da. Aber es wäre dann wieder die Musik. Frage, ist die Musik copyrights frei? Das ist Minecraft-Musik. Also okay. Quasi alles Musik, die aus dem Spiel kommt. Und Musik, die aus dem Spiel kommt, darf man normalerweise in Dings benutzen. Ja, mit Ausnahme von manchen City Skylines Radios, aber so. Ja, es gibt einfach nur teilweise ein bisschen hoch, beziehungsweise runter. Ja, ganz allgemein. Ich habe auch in
3 Streamen jetzt schon, die ich auf YouTube hochgeladen habe, haben die gesagt, nee, Copyright Strike. Aber im Sinne von nicht Strike, sondern einfach nur, sondern die, ich kann damit kein Geld verdienen mit dem Video. Ja. Und das ist ja okay. Ja gut, das ist auch schon kacke, wenn das natürlich die Geldquelle ist. Ja, aber ich mach das ja nur auf YouTube für euch. Ja. Ich mach das ja nicht, ich mach das für euch. So, trotzdem mache ich mal 2 Schalkers nochmal weg. Dann habe ich hier Platz für die anderen beiden Schalkers. Sehr, sehr cool. Aber was mache ich denn hier? Slash. Spann. Slash. Was hast du gegen mein Slash? Slash. Was hast du gegen mein Slash? Slash. Ja, ja. Habt ihr das auch, wenn ihr Leuten... Hallo, Spinni. Wenn ihr Leuten schreibt und dann so auf OK drückt, aber mit dem Finger irgendwie auf das Hashtag noch kommt, dass am Ende von dem, was ihr schreibt, noch ein Hashtag erscheint? Plus habe ich auch oft. Das ich habe so meistens Hashtag. Plus oder 3. Ich glaube, das hatte ich jetzt eben bei dir. Momo, wäre trotzdem vielleicht mal interessant zu wissen, wie viele du hast. Wie viele ich was habe? Du Truhen. Ach so, ja, ich kann gerne nochmal hingehen. Weil dann wissen wir auch, wie viele dir jetzt noch fehlen. Damn it. Ja gut, ZX, das können wir auch noch per / Momo Lotterlist sehen. Freebit. Wie viele da noch fehlen. Ja. Aber da sind natürlich auch noch die von letzten Jahr, glaube ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, damit sind es schon über letztes Jahr, 20, 21, 22, 23. Und ich meine, ich habe auch einen Überblick, also dass ich schon alles hatten, quasi, was hier noch fehlt. Also, kann natürlich sein, dass ich falsch liege, aber... Ich denke, das wär's. Perfekt, hier wollte ich hin. Bei Ernst? Jetzt nicht. 24? Täusche. Tu mich auf! Ja, genau das, Nern, genau das. das wär was. Zedix. An Ernst, ob das noch die Zahl ist. Also, ich glaube nicht, tatsächlich. Enderperlen habt ihr ja ausgeschalten. Davon gehe ich jetzt einfach mal weiterhin aus. Enderperlen habt ihr doch ausgeschalten. Normalerweise schon. Habt ihr? Normalerweise schon. Normalerweise schon. Warte, ich schaue eben nach. Nein, was tue ich? Normalerweise schon. Normalerweise schon. Die sind aus. Okay, Lilly, danke. Weißt du, jetzt hätte ich noch welche geholt. Ich wollte nur sicher gehen. Oh Mann. Okay, dann ist aber trotzdem die Frage, wie ich da reinkomme. Mit Enderperle wäre das ja easy. Easy going. Ohne Enderperle ist das ein bisschen schwieriger. Vielleicht hier oben drüber irgendwie? Nee, zumindest nicht hier in dem Bereich. Nix ist hier, nix kannst du? Werde ich da gerade beleidigt? Boah, Frechheit. Aber hey, ich habe ein neues Schild gefunden. Ich wurde beleidigt, einfach so. Ist vielleicht auf der anderen Seite was, oder bin ich... Nee, sieht nicht so aus. Ich glaube, warum ich das nicht gesehen habe, ist einfach, weil als ich da war, hatte ich die Dunkelheit, also Moodness, noch auf richtig dunkel kurz gestellt. Bin dann danach weggegangen und dann konnte ich wieder Dinge sehen. Also ich konnte das einfach nicht sehen, weil es zu dunkel war. Punkt.
Okay. Ah, dann ist auch blöd, wenn es so dunkel ist. Da drüben. Ich weiß es nicht. Ich habe die Flex gesetzt, weshalb er da nicht sicher war. Achso, okay. Und trinke ja auch. Aua. Ich wollte eigentlich direkt da reinspringen. Wie viele sagtest du, hattest du, Momo? Weiß ich nicht, guck nochmal nach. Ah. Ich kann eben nachschauen. Das Miese ist, ich hole mal eben nochmal das zweite Secret. Also das die zweiten Köpfe, meine ich. Weil ich muss pinkeln. Und so sehr ich die Musik auch feiere, aber ich kann die Musik benutzen, um pinkeln zu gehen in der Zeit, die Cutscene. Wow. Psst, ich feiere die total. Cool. Ich werde beim dritten Mal dann nochmal richtig abdancen. Cool. Aber ich kann die benutzen, um kurz aufs Klo zu gehen. Hier ist der irgendwo. Wo bist du, Turm? Blöder Turm. Komm her. Butt. Ja, das ist schon mit Absicht so gemacht. Wenn man nah dran ist, soll man sie nicht sehen. Wenn man weit weg ist, soll man sie sehen. Butt, Turm. Hier bist du, Turm. Oh. Hier. Vor allem dieses Stückchen Wald war auch noch das Stückchen, das ich als allererstes hier im Event gemacht habe. Extra so, dass man nicht einfach zum Turm hinkommt, hä? Und da hatte ich noch die meiste Motivation, den Wald so dicht wie möglich zu machen. Ja, merke ich. Ah, hier, finally. Ein Weg hoch. So. Bin oben. Aber auf der falschen Seite. Natürlich bin ich auf der falschen Seite. Gibt's hier überhaupt einen Weg hin? Nee, glaube ich nicht. Ah ja, ich muss die natürlich erstmal rausholen. So. Hey. Oh, Sound. 1, 2, 3, 4, 5. Natürlich der 6. nicht. 6. Okay, ich bin gleich wieder da. Perfektes Timing. Gerade hat die Musik aufgehört, oder? Hallo, ja. Banana. Erstmal vom Klo kommen und husten. Perfekt. Oh.
ZX? Ja. Ist es eigentlich Absicht, dass bei den Türmen jetzt das Feuer danach überall aus ist? Oh, das Feuer ist aus? Ja. Ah, okay. Ah, jetzt ist es. Oh Gott. Nochmal, war das ein Traum? Es war ein Traum. Ein traumhafter Traum. Bestimmt. Ich habe keine Ahnung, wie laut hört ihr eigentlich das Quietschen? Ich muss mal das Quietschen anti-quietschen machen. Leise. Okay, gut. So laut. Was für ein Quietschen denn? Das hier. Oh, warte, nicht das. Das. Boah, hört sich das spooky an. Das hört sich richtig an wie so ein Horrorhaus. Wie so eine Horror-Ding. Das ist mein Mikrofonarm. Der hat halt ein bisschen Gewicht drauf. Und ja. Ich kann das vielleicht ein bisschen so machen, dann sollte das nicht ganz so. Ja, okay, aber jetzt kann ich es nicht mehr so easy drehen. Egal. Hallo. Bist du da hochgeklettert? Legit? Nö. Ja, bist du. Nee? Bist du geflogen? Ja. Aber Cheater. Du warst hier. Ja, aber guck mal, ich bin legit hochgeklettert. Oh Gott, ich bin legit hochgeklettert. Und ich kann dich ganz legit runterschmeißen. Nein, weil ich sneake. Gemeinheit, will er mich einfach runterschmeißen. Ups. Noch eins hoch. Okay, aber ich komme nicht über den Turm drüber. Okay, das ist ja die alte Welt. Oh, ja. Alte Welt. Und hier ist die neue. Und quasi glaube ich, dass mir nur noch das da drinnen fehlt. Das muss ich jetzt noch irgendwie suchen. Und sobald ich das gefunden habe, hätte ich gerne eine Info von euch, wie viele. Oder, ja, wie viele mir noch fehlen. Ab da nehme ich dann Tipps an, weil ich habe mir eigentlich alles angeguckt, soweit ich weiß. Hallo, Feringe. Okay, wie kommen wir da hin? Eine gute Frage, ne? Ja, eine sehr gute Frage. Unter Wasser vielleicht irgendwie. Nee. Ja. Das auch? Ja, komm, gib mir eine Fliege ab. Keine? Okay, dann teile ich halt eine Kartoffel mit dir. Teilt die einfach nicht mit mir. Also nach oben hin war es ja nicht. Da war ja nur noch dieses... Ja, nee, Dingste. Genau. Ich kann auch nichts damit machen. Hier ist auch nichts, alles in allem. Ich bin übrigens dafür, dass Twitch mal einen Dark Mode einführt. Twitch hat doch einen Dark Mode. Oder gibt. Okay, wie. Ich nutze Twitch nur auf Dark Mode. Oh, viel besser. Ja, nee. Ich habe auch Moobot auf was. Dark Mode. Ich bin dafür, dass Twitch einen Dark Mode einführt. Was? Das Ding ist, man sieht es von hier. Aber ich glaube nicht, dass man von hier aus dahin kommt. Wenn man dahin kommt. Genau, das ist jetzt meine erste Frage. Kommt man da überhaupt hin? Ja. Okay, gut, danke. Wenn man da hinkommt, glaube ich eher, dass es ein von dieser Seite ein Ausgang ist oder ein Guckuck. Wenn man hier Leute begrüßen kann, die da langkommen. Aber das heißt, der Eingang. Hier geht es ja so ein bisschen nach da schräg. Und dahinter geht es nach rechts. Das heißt, es ist quasi. Da. Blödes Wasser, da. Aber wie komme ich da hin? Hey, warte, du hast jetzt einmal in die Richtung gezeigt. Nein, nach oben. Hier gerade Richtung. Nach oben. Also, wo soll es jetzt sein? Gerade über mir. Aber wenn es gerade über mir wäre, dann ergibt es so ja noch mehr Sinn, dass man von da drüben kommt. Und
Dann muss ich mal gucken, ob man da hochkommt. Das ist zwei Blöcke. Hier kommt man hoch. Komm mal, Momo, ich komm da hoch. Cheetah. Oh Gott. Ich auch. Ihr seid beide Cheetah. Das ist eineinhalb Blöcke. Das ist nicht nett. Eineinhalb Blöcke komme ich auch nicht hoch. Aber von da aus kommt man hin. Okay, danke, Wasser. Also machen wir mal wieder das Typische. Ich springe auf die Knochenbäume. Okay, und bin hier drüben. Hier drüben ist aber nichts. Irgendwie. Ja, stimmt, da ist noch nicht mein Schild. Ja, genau, gar nichts. Euch Sterns. Ach, Mann. Alle enttäuscht von dir. Ja. Ja, aber das Schild hätte man halt auch von unten schon gesehen, das wäre das Problem gewesen. Du hättest hier so ein Loch frei machen können, genau. Und dann das Schild hinmachen können. Oder so. Dann sieht man, dass da was ist. Und wenn man, nee. Aber es ist doof, dass das nicht da ist. Die Schildkonzentration in dieser Welt ist schon hoch genug. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht mal, ob ich... Ich glaube, ich habe nicht mal alle gefunden. Ja. Du hast noch nicht alle gefunden. Ja, vermutlich nicht. Warte mal. Ernst, kannst du mir einen Gefallen tun und dich genau hier herstellen? Danke sehr. Nein, Momo, dahinter in dem Kontrollraum ist immer noch kein Secret versteckt. War das eigentlich letztes Jahr? Da hatten wir ihr nicht kannst gesagt, dass sie alle hatten. Kannst du einen Schritt vorgehen, bitte? Okay, ich bin drin. Ah, dammit. Da komme ich hier auch nicht. Dammit! Da kommt er wieder an. Ja. Guck mal, Momo, schöne Technik, ne? Ja, wunderschöne Technik. Ich sehe kaum was, aber ja. Was steht denn da? Bilder. Plus Train Property Slowdown True. Ah, okay. Bahn Reset. If no players, re-redstone. Ja, ja. Plus Train Launch 10, 0.2, continue. Ja, ergibt bestimmt Sinn. Mhm. Das Launch, was du gerade vorgelesen hast, das ist, wenn der Zug aus dem Stationsding da rauskommt. Oh, jetzt frage ich mich. Ah ja, danke sehr. Wenn ich hier drin sitzen bleibe und ihr nicht mit einsteigt, sieht er mich dann hier drin? Nicht mit einsteigen? Ja, okay. Er sieht, dass ich drin sitze und nicht, dass ich einsteige. Okay. Das war meine Frage. Okay. Ja, Momo wollte noch schauen, ob sie hier dann reinkommt, ne? Ja, würdest einmal du nochmal so nett sein und... Nein. Kann dir eins versprechen? Das tust du nicht. Das tue ich nicht? Da kommst du nicht rein. In den Kontrollraum, ganz hinten meinst du? Also auf der anderen Seite. Naja. Die andere Seite ist ein bisschen sicherer als die eine. Eigentlich könnte ich die eine auch sicherer machen, aber es wäre langweilig. Ja, ich komme doch hier halt auch hoch. Ich glaube, sollen sie es halt sehen. Ja, tolle so. Techniken können gerne mal gezeigt werden. Und dann kann ich hier nichts tun. Perfekt. Das war mein Plan. Ja. Ach, warte, ist da ein Knopf? Nee, weißt du, was du tun kannst? Du kannst Tropfstein beim Fallen zuhören. Ja, oder auch selber fallen. So, hier komme ich nicht lang. Nee. Und hier auf der anderen Seite. Ist da ein Knopf? Nein. Das sieht halt immer so ein bisschen aus, als wären da Knöpfe, aber. Sind du willst da jetzt echt die ganze Höhle nochmal von innen absuchen, ne? Nee, nicht die ganze, nur da, wo ich mir denke, dass es da hinkommen könnte. Da sieht's nicht richtig aus. Und das sieht auch nicht aus. Das ist ja der Dude. Nee. Ich guck, wo man halt in die Wand reinkommen könnte. Aber das ist hier nirgends. Das Einzige, wo ich... Hältst du eigentlich so sehr an dieses blöde Licht da fest?
Was? Ja, also du versuchst ja da reinzukommen, ne? Ja. Aber also kann ja auch sein, dass das Secret eigentlich was ganz anderes ist. Hä? Ja, aber das ist mein einziger Anhaltspunkt, Zedix. Das ist mein einziger Anhaltspunkt. Das heißt, ich muss mit irgendwas arbeiten. Ich muss irgendwie gucken, ob ich da reinkomme. Und da reinkomme, das ist in der Wand drin. Das klar, ich kann auch hingeportet werden von irgendwo. Aber dann habe ich null Anhaltspunkte. Das heißt, ich momentan versuche ich noch da reinzukommen, auf eigene Faust. Sobald ich wirklich gar keine Ahnung mehr habe, frage ich nach einem Tipp. Aber ich habe ja noch Ahnung. Das ist ja die Sache. Auch wenn sie vielleicht alle falsch sind. Das hängt damit ja nicht zusammen. Das ist ja wieder was anderes. Habe ich den Teich komplett abgesucht? Ich glaube schon. Ich gehe noch, trotzdem noch mal lang. Um sicher zu gehen. Hier ist eine Menge Glitzer. Und jetzt sagt nicht, das sind Irrlichter, weil es gibt keine Irrlichter unter Wasser. Die sind aber doch, auch nicht. Doch, das sind die Irrlichter. Doch, klar. Warte. Ah, doch, tatsächlich sind die. Ah, ja, gut. Ja, die gehen da, ein bisschen unter Wasser. Aber wer sagt denn, dass es keine Irrlichter unter Wasser gibt? Wikipedia. Bestimmt. Kannst du mir da mal die Stelle aussuchen? Nein, ich gerade nicht. Ich muss Secrets suchen. Ja? Wollen wir Wikipedia abändern? Ah ja. Schade. Überlebe ich das? Ja. Langweilig, sie überlebt's. Ja, ich will das aus einem. Oh, ich überlebe es nicht. Ha! Wie lange brennt man denn? Du hättest auch einfach ins Wasser gehen können. Ich weiß, aber ich dachte, ich höre auf zu brennen jeden Augenblick. So, ihr müsst das alles jetzt nochmal ansehen. Ach, das hat man doch eh nur schon 20.000 Mal gesehen bei dir. Ja, das stimmt. Nämlich hier. Okay, schade. Ja gut, da komme ich nicht mal mehr raus. Übrigens, auf Wikipedia steht nicht zu Wasser im Dings, ihr Lichter. Ja, aber es steht bestimmt da, dass sie fliegen. Wahrscheinlich eher schweben. Und im Wasser kannst du schweben und in Luft kannst du schweben. Du, nee. Ich werde das später noch raussuchen, du. Du meinst, du wirst es später noch abändern. Nee, zu schweben steht auch nichts. Na guck. Aber zu fliegen auch nicht. Na guck. Ja, und was steht denn da? Ziemlich viel. Lies doch mal vor. Nein, lies nicht vor. Irrlichter wird ein als Irrlich wird ein bestimmtes wird eine bestimmte Leuchterscheinung bezeichnet, vorgeblich hin und wieder in Sümpfen, Mooren, Morasten oder in besonders dichten, dunklen Wäldern auf Friedhöfen gesichtet wird. Aber ihr wisst, dass Irrlichter eigentlich, nee, das bringt nichts. Ganz abgesehen davon, dass das Treasure Chests sind und sich nicht öffnen, dass Irrlichter eigentlich, ja, ja. Feuer ist. Ja, wenn du da mal hinschaust, das sind ja auch Feuerpartikel. Ja, das sag ich doch. Und das heißt, Glitzern funktioniert auch, weil Feuer glitzert auch. Ich habe eine Logik, Lilly. Glitzern ist ganz kleines, sehr fraktioniertes Spiegeln. Lilly, Glitzern kann also nur was, das beleuchtet wird und nicht was, das selbst leuchtet. Ja, und Feuer leuchtet doch. Ja, Feuer leuchtet selbst eben. Und wird nicht beleuchtet. Naja. Ich bin immer noch der Meinung, dass es Glitzern ist. Ich sehe halt nichts in diesen Ecken. Und da komme ich ja nicht rein. Und die kann ich nicht binden. Wieso kann ich das so machen? Und, okay, das auch. Da war ich ja quasi schon drin. Hier bin ich schon reingesprungen und hab's versucht. Da kommt man nicht rein und da kommt man vielleicht rein, aber da müsste man auch erstmal hinkommen. Da kommt man nicht rein.
man sieht nur das Metallgitter nicht. Ja, man kommt halt ja nicht mal hin. Okay, hiermit nehme ich einen ersten leichten Tipp an. Für dieses Secret. Welchen leichten Tipp? Mhm. Warum schläft irgendwer, Serix? Wer schläft? Bei mir stand gerade kurz, eins von vier Spielern schlaft. Ah, okay. So, dann für jemand's. Also, ja, der okay. Mhm. Tipp, den ich dir... Ein leichter Tipp, den ich dir geben würde, mhm. wäre... Schwer, ne? Ja, schwer. Also es soll nur ein sehr leichter Tipp mhm. sein. Mhm. Soll es ein Tipp sein, in dem Sinne, halte dich von Nadelbäumen fern? Nee, nicht ganz. Außer also du sagst, halte dich von Wänden fern. Halte dich von Knochenbäumen fern. Tja, wow. Nee, das nehme ich auch nicht als Tipp an. Das ist wäre das schon Tipp. Zu viel Spoiler? Okay, das ist ein sehr guter Tipp. Zu viel Tipp? Gut, halte dich von Knochenbäumen fern, ist ein sehr guter Tipp. Ich gehe jetzt irgendwo hin, wo ich keine Knochenbäume sehe. Das wäre die Ecke, aber da ist der Knochenbaum, also ist das falsch. Hier ist ein Knochenbaum, da drin sind keine Knochenbäume, aber da komme ich ja auch nicht. Das bringt außerdem nichts, wenn ich da oben noch ein Knochenbaum, da ist auch noch ein Knochenbaum. Gehen wir nochmal zum Anfang. Okay, ich habe schon länger nicht mehr Suicide gemacht. Ich dachte, ich hätte das schon gemacht. Hier sind keine Knochenbäume. Vielleicht kommt man von außen rein. Aber, vielleicht. Also, das ist irgendwo... Hier. Das ist aber ziemlich an der Kante des... Okay, das heißt, ich könnte hier gucken. Nochmal hier reingucken. Ich habe hier zwar schon reingeguckt, aber trotzdem. Hier ist nichts. Immer diese Lügen auf den Schildern. So, irgendwo hier vielleicht. Ein Eingang. Nach unten. Bei dem Wasser nochmal, aber nee. Ich war auch hier schon reingeschwommen, bin ich mir sehr sicher. Ja, da ist ein Schild wieder, genau. Ui, toll, Wasser. Das Ding, genau. Okay, wenn ich das ui, toll Wasser ein bisschen nach unten schwimme. Okay, das war ein sehr heavy Leck. Ein bisschen nach unten schwimme. Ist da dann was? Ich war ja hauptsächlich auf den Bäumen oben. Das heißt, es kann auch sein, dass da was drunter ist, was ich halt übersehen habe. Spielerfalle. Zum Beispiel. Danke sehr. Gerne. So. Hier ist Wasser und Boden und mehr Wasser. Vielleicht irgendwo mitten im Wasser. Aber nee, das hast du schon letztes Jahr gemacht. Diese Wälder sind aber auch bah. Okay. Ich nehme das mal als Kompliment. Nimmst du das, ja? Mhm. Frage dazu, ihr habt keine Hidden Switches irgendwo eingebaut, oder? Nein. Okay. Gut. Ich glaube, wir haben gar keine Hidden Switches irgendwo, oder? Nee, doch. Aber hidden. Okay. Also dieses Jahr nicht, nee. Ja, meine ich ja. Nee.
Au! Was ist das gerade? Hilfe! Ich weiß es nicht. Minecraft buggt heute irgendwie bei mir. Wo bin ich hier nur gelandet? Irgendwo, wo es nicht weitergeht. Aber ich höre die Stalaktiten fallen. Was? Ich habe da gerade ein Puck gehört. Heißt, ich habe die Stalaktiten runterfallen hören. Das heißt, ich bin quasi zu weit. Dass hier halt auch so viel Glitzer ist, macht es auch ein bisschen diese Ecke hier interessant gerade. Aber vielleicht ist das einfach nur, ich habe hier freigelassen und ein bisschen Glitzer verteilt. Angestrengtes Hingucken ist auch echt, das macht mir langsam, aber sicher Kopfschmerzen. Oh, kenne ich. Hast du das Licht in deinem Zimmer wieder an? Ja, ich habe das Licht wieder an. Mit Licht aus schaut sich's wahrscheinlich deutlich leichter wieder. Wahrscheinlich. Oh Gott. Nee, ist ja nix. Die Tipps darfst du gerne mir überlassen. Wollte Zedix irgendeinen Tipp geben, der mich direkt hingeführt hätte? Nö. Ich hab noch nie Idee. Wir sind hier bei der Rückseite von der Figur. Das Ding ist, ich nehme wahrscheinlich deinen Tipp von halte dich von Knochenbaum fern wieder komplett falsch auf. So wie letztes Jahr halte dich von Nadelbäumen fern, aber das ist mir jetzt egal, ich gucke hier draußen. Wasser, das bin ich doch schon lang geschwommen. Das kann auch sein, dass das letzte Mal habe ich mit halte dich von Nadelbäumen fern gemeint. Ja, halte dich aus den ganzen Wäldern fern. Also Nadelbäume als Teil von allen Wald und Bepflanzungen und so. Und jetzt dann vielleicht wäre natürlich ein logischer Schritt die Knochenbäume als Teil der ganzen Höhle. Ja. Aber hier ist direkt nicht schon eine Wand. Und hier kommt man nicht rein. Ist das ein widerliches Secret? Kriege ich da überhaupt eine Belohnung oder ist da wieder nur ein Schild? Da kriegst du eine Belohnung. Ein Schild würde ich nicht als Secret. Ja. Wirklich. Da habe ich auch keinen Überblick, welche du hast und welche nicht. Ich auch nicht. Also offiziell Secrets sind nur die, wo es eine Belohnung gibt. Guten Hunger, Zedix, übrigens. Ja? Ach so, nee, das war wirklich Essen. Also. Ich war gefühlt an dem kompletten Wand schon. Rand. Ja, ich bin gefühlt überall schon langgelaufen. Das wollte ich damit ausdrücken. Also überall an der Wand. Da haben wir eine Spielerfalle übrigens. Ich gehe mal nicht rein, aber da ist eine. Ja, mein Gott. Das soll man sowieso nicht mehr sein. Du siehst ja da schon wieder die Bären und alles. Ja, aber irgendwie muss ich ja da hinkommen. Ich glaube, es gibt allgemein zu viele Spielerfallen. Oh. Ich denke, hier könnte man nicht jede Spielerfalle wirklich. Es gibt sehr wenig Spielerfallen dieses Jahr. Ja? Ja. War ich da nicht schon? Ziemlich ich war hier doch schon. Bäumen oder so. Ich war hier doch schon. Momo hat, glaube ich, nur zwei Spielerfallen oder so. Drei zwei, drei, gefunden. Weiß ich nicht, ein paar. Wassermarsch, gute Idee. Aber ich darf nicht zu viel trinken, sonst muss ich wieder pinkeln. Ich darf nicht zu viel trinken und trinke erstmal 5 bis 10 große Schlücke. Perfekt. aus welcher Richtung bin ich gekommen? Aus der anderen, glaube ich. Ich glaube, ich höre Wasser hinter mir links, deswegen glaube ich, ich bin hier richtig. Aber ich bin hier doch schon mal durch, glaube ich. Jo. No. Ganz schön, dass du dich dem nochmal aussetzt, freiwillig. Yeah.
Ich muss ja gucken, wohin das führt. Ich hab's vergessen. Dam da dam 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 dam. Dum, 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 dum. Ich rieche ja jetzt wie eine Spinne, da ist das auch okay. Ah, es war das Schild. Das Hättest du gedacht, hier wäre was anderes als ein Schild? Na, ich war mir nicht mehr sicher, was hier war. Ich konnte mich nicht daran erinnern. Und ja klar, boah, dieses Schild ist jetzt, wo ich das Zimmer dunkel gemacht habe, ist dieses Schild so hell. Ich muss blinzeln dabei. Okay, dann machen wir halt hier jetzt wieder... Warte, wir machen so und so. Ich glaube, das geht schneller. Dum, 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 da drunter habe ich geguckt. Also ich glaube schon, dass es irgendwo da vorne ist. Aber ich bin mir halt nicht sicher, wo. Jetzt gerade? Was ist jetzt gerade? Was du jetzt gerade machst. Ich gehe einen Freund besuchen. Hi, hast du was anderes zu sagen noch? Jetzt, nachdem ich schon zwei Sachen gemacht habe? Nee, okay. Gut, dann hören wir uns nochmal den Spruch an. In dem Dorfe verteilt, die Zahl des Leibhaftigen, durch die göttlich geteilt, Relikte der Heiligen. Sie zu bringen zu weißen Türmen, zu erklimmen die letzten Hürden, die Relikte da niederzulegen, zu empfangen den Segen. Ja, das ist ein Segen, ja? Ihr hättet das die Segenskisten nennen können. Artefakte des Missgestalteten. Nee. Ich hatte gehofft, er sagt jetzt andere Dinge, wo ich die Hälfte der Türme schon gemacht habe, also zwei Drittel. Nee. Okay, dann nicht. Ich habe die Pferde übrigens immer mal wieder in einen Teil gemacht, aber die klettern immer wieder zurück. Gut so. Nein! Ach, Lilian! Wer war das? Wer war was? Mit dem Soundhorn, das war Lilly. Ja, sie hat... Ach, warte. Ja, aber... War Lilly super. Perfekt, ich bin stolz auf dich. Ich glaube, die können immer noch drüber geschmissen werden. Lilly! Doch, doch, das muss noch gehen. Mein Gott. Edge! Nein, Cedric! Nein! Nein, die sollen kuscheln! Nein. Es soll ein Babyskelettpferd entstehen. Die sollen kuscheln. Gibt's nicht Babyskelettpferde. Nein, Cedric. So. Du weißt, dass du mich jetzt auch hier eingesperrt hast, ja? Ja, perfekt. Warte. Nee, Spaß. Okay. Lilly, mach das doch später wieder zurück. Ja. Ach, Lilly. Ach, Momo. Ich mach das dann, wenn ihr wieder offline seid. Hi! Hi, Philipp. Seid ihr fertig mit Overwatch? Ich hoffe, du schaust mir zu. Wohin läuft der? Echt. Keine Ahnung. Du wirst verfolgt. Oh. Ah! Green und Film, natürlich. Mal schauen, ob sie es direkt schaffen. Oh ja, das wäre interessant. Oh. Ich ja jetzt gern zuschauen lassen, aber. Nein, du kannst auch so schauen. Ja, ich folge ihnen einfach hinterher. Gut, bitte. Na, Green geht einmal schon mal richtig. Ja, und Philipp geht falsch. Genau. Ich folge Green, um zu gucken, ob er richtig geht. Nö. Ich glaub nie, nee. Ah, nee, er ist falsch gegangen. Ich
Philipp geht nochmal falsch. Tut er? Ja. Ja, gut. Ich habe tatsächlich, ich bin jetzt gerade einmal im Kreis gegangen und habe deswegen auch wieder die Orientierung verloren. Ah, oh ne, war meint. Ich bin im Kreis gegangen und habe es trotzdem geschafft. Okay, viel Spaß euch beiden. Ist schon fies, Oma. Ich weiß. Ich habe das halt schon viel zu häufig gemacht. Viel zu häufig. Und die beiden wissen, dass ich sie lieb habe. Dementsprechend ist das okay. Besonders das zweite Mal hat sie nicht gecheckt, dass sie es zweimal machen muss. Ja. Ich dachte mir nur so, oh Momo, weil du hattest selber noch gesagt, ja gut, wenn die Spinnen eine Quest haben, muss ich ja gleich nochmal kommen. Und dann vergisst du es einfach. Na, es war halt nicht gleich, es war später. Es war deutlich später. Es war später. Doch relativ gleich eigentlich. Du hattest ziemlich schnell danach dann eine Spinnenmutter gefunden. Ja, ich habe nie wieder dran gedacht. Und viel später haben wir dich dann mal hingeführt. Aha, ja. Na, ihr habt mich nicht. Ich habe dann die Conclusions selbst noch gezogen. Ganz am Ende. Aber ja. Das ist so nervig. Ich will da reinkommen. Besonders, ich war mir nicht sicher, ob das wirklich das letzte war, was fehlt, weil ich dachte, nein, das kann doch nicht sein, dass sie das vergessen hat. Das muss doch irgendein anderes sein. Doch, das war das letzte. Hier noch ein anderer Weg rein, außer das Spinnending. Hi, hast du noch einen Weg rein? Da rein? Nein? Nein? Kein Weg? Okay, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ich glaube, die beiden schauen mir nicht zu. Unloyales Pack. Nein, alles gut. Warte, das sieht so aus, jetzt. Ach nee, das ist einfach die Spinnenhöhle. Wollen wir daraus jetzt einen Clip machen? Das ist aus dem unloyalen Pack. Oder wie? Ja, genau daraus. Der Momo hat aber keine Namen genannt. Ja. Oh. Deswegen kannst du da okay, dafür müsste man den Clip ein bisschen länger machen. Und dann wäre alles mit drin. Zum Beispiel auch, dass ich sie lieb hab. Müssen wir zwei Clips machen. Ein Highlight erstellen. Ich den Clip so zuschneiden, bis es irgendwann passt. Das ist auch gut. Aua. Das Ding ist. Ja. Es muss ja. Hier, jetzt habt ihr hoffentlich das Runterfallen hören. Es muss ja irgendwo hier in der Nähe sein. Weil ich glaube nicht, dass das ein riesiger Gang ist. Aber hier ist halt auch relativ nah dann auch schon die Wand. Oder beziehungsweise eure Aua-Aua-Blumen. Dementsprechend habe ich gar nicht so viel Freiraum. Ja. Und trotzdem übersehe ich das. Das Problem ist, also die Frage ist, übersiehst du oder willst du es übersehen? Das liegt an der Stelle hier. Ich glaube, das ist eine Chunk-Grenze oder so. Ich will es ja nicht übersehen. Böse. Aber hey, jetzt habe ich nur noch ein Stick. Na, und hier habt ihr auch. Hier habt ihr ja auch Bärenbüsche hingepackt. Obwohl man hier am Rand ist. Ja, die sind auch überall nur am Rand. Ja, aber also ich meine, obwohl hier die Spinne ist, das meinte ich damit. Achso. Ja, das war dann auch nicht so. Ja, das stimmt tatsächlich. In den Bäumen kann es ja nicht sein, wenn die Bäume bringen. Ja. Genau. Und hier sind wir wieder beim Wasser. Habe ich hier an der Seite das Wasser eigentlich mal angeschaut? Ich glaube schon. Glaub nicht. Glaubst du nicht? Aber auch nicht. Glaubst du auch nicht? Wasser hast du dir allgemein
nur relativ wenig angeschaut, aber ja. Doch, ich war oben drüber. Also ich stand da oben auf den Bäumen drauf und bin hier lang. Ja. Aber es ergibt keinen Sinn, dass hier ein Eingang ist. Das ist komplett sinnfrei. Es ist viel zu weit weg, zu weit unten, zu weit zu. Das kann ja auch genau deswegen sein. Sedix. Ja? Okay. Nichts sagen, dass Momo dann irgendwie am Ende doch nur noch weiter verwirrt und halt eigentlich. Du meinst das, denkt, was du immer Tipp machst? Ernst? Nee, mein Tipp war sehr gut. Aha. Warte, da ist was. War ich da? Weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich hier war. Ich glaube nicht, dass ich hier war. Ich glaube, das ist neu. Ich glaube auch nicht, dass du hier warst. Warte, ich muss jetzt essen. Glaube ich auch nicht. Ich glaube, das ist neu. Ja. Alte Pizzareste. Okay, warum habt ihr Cookies alte Pizzareste genannt? Ich glaube, ich hab's gefunden. Ein seltsames Gebräu. Lack. Also da kenne ich ein paar Leute, die das auf jeden Fall haben wollen, das Secret. Oh, danke, danke. Momos Tagebuch! Momos Tagebuch! Das ist mein Tagebuch! Hier ist mein Tagebuch! Momos Kompass, damit sie nicht verirrt, hilft aber leider nicht. Und wieso habe ich alte Pizzareste da? Die sind die Cookies? Oh, wie cool! Das ist mein Secret! Das ist mein Secret! Ernst? Ja? Willst du das genauer erklären oder musst du das selber rausfinden? Ach, erst mal, das erkläre ich erstmal, wenn ich das finde, zustande. Okay. Ja, das darfst du ja gut in mich kommen, Mom. Psst. So. Und hier geht's jetzt einfacher. So. Das ist mein Secret! Oh, und deswegen habt ihr auch so viel Rot hingemacht und ganz viele Totenköpfe, weil ich bringe mich ja selbst um und blaue Orchideen und ah, oh, mein rotes Bett und es ist mein Secret. Oh, ist ja schön, dass es gut ankommt. Ja, es ist mein Secret. Bücherregale, ich kann hier einfach Bücherregale machen und ich kann immer wieder einfach machen. Okay, ich muss ein bisschen länger dafür crown. Ein bisschen länger noch. noch ein bisschen länger. Noch ein bisschen länger. Ja. Ich kann hier Kuckuck spielen. Ich kann alle sagen, wenn Leute reinkommen. Mein Secret. Wenn Leute versuchen reinzukommen, aber checken, dass es nicht geht. Ah, schön. Ich bin jetzt ganz happy, dass ich mein Secret quasi nur mit diesem einen Tipp gefunden habe. Ja. Moos Kompass, damit sie sich nicht verirrt. Hilft leider nicht. Schön. Ah, schön. Ist das hier? Das ist aber eine gerade. Hä, was? Du weißt natürlich, warum 13, oder? Warte mal, 13? Ja, die Pilze. Ah, sehr schön. Ja, meine Glückszahl. Oder ist es wegen was anderem? Ja, natürlich Glückszahl. So, das sollte ich eigentlich einfacher aufteilen können als das andere. Ja, genau. Das lässt sich einfacher machen als die Puh. Hier.
Aber das sieht auch so gut aus, wenn du da stehst, da drin liegst. Schaust du richtig mit den Beinen, mit den Armen nach vorne raus. Schade, dass jetzt keiner mehr vorbeiläuft. Deswegen habe ich die auch gerade angeschrieben. Warte mal, ja. Ah, ich will jemandem winken. Helle! Kommt schon! Ich kann gerne mal vorbeikommen, aber ich weiß nicht, ob das was bringt. Das ist ja dann nur die halbe Miete. Du weißt ja schon, dass ich hier bin. Und danke für den Applaus übrigens. Könnte ja sagen, wer jetzt zum Eingang des Events kommt und mich findet, kommt ein CT-Coin von mir. Nee. Dann Aber. würden sie kommen. Und du könntest winken. Ich war ja vorher so Machen wir enttäuscht. so. Du warst so enttäuscht, dass ich das nicht gesehen hatte, ne? Vor allem, dass du gesagt hast, ja, nee, das hat er schon letztes Jahr gemacht, Ja. das wird er nicht nochmal machen. Ja, das hast du letztes Jahr schon mal gemacht. Du warst so genau bei diesem Wasserding, genau da, wo der Eingang ist, Ich bin und aber von warst oben gerade nach dabei, unten. runterzuschwimmen. Ja. Ja. Dann hast du aufgehört und dann Gemacht, gesagt. aber also auf der Höhe bist du tatsächlich nur ein einziges Mal vorbeigelatscht. Und das war am Mittwoch, da bist du einfach nur das Wasser ganz schnell runtergeschwommen und hast so gar nicht irgendwie hingeschaut, sondern nur direkt zur Anglerhütte. Da war wer? Da war jemand. Gehen die jetzt zum Spawn jetzt? Also an den Spawn, richtigen Spawn Will rein? ich nicht. Oh. Momo, ich weiß nicht, ob wirklich jemand kommen will. Ich will wem winken! Ah, da kommt einer. Da ist wer? Da ist Der wer? Spackermacko. Jemand hat mich gefunden. Jetzt mal schauen, kennt der den Weg dahin? Glaubt, fast schon. Ah, oh, schön, 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 schön. Ah. Warte mal, kommt noch wer anders? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber das sieht so aus, als würde er hingehen, ja. Ja, er kennt den Weg. Hallo! Ich will Ah, ihn. ja, da, jetzt kam gerade noch wer. Da kam noch wer? Da kommt noch wer? Da kommt noch wer? Der sieht eure Namen, glaube ich, sogar, oder? Wer ist da? Wer ist da? Ist irgend so ein blauer. Irgend so ein Flying Eagle. blauer. Ah, ja, okay, aber hey, ich glaube, Flying Eagle schaut gerade zu. Er folgt mir nämlich. Hallo, Flying Eagle. Guck mal, das Packemark neben mir. Ah, cool. Komm ich, aber kommt er raus? Nee. Ich wollte nochmal zurück. Das ist mein Secret. Ah, shit. Schoki, schon mal halt rückwärts. Oh Mann. Ja. Hey, mein Bett, runter da. Bett. Ich darf da drauf rumhüpfen.
Oh, cool. Cool, 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 cool. Ah, schön. Okay. Okay, okay, okay. Ah, wundervoll. Wie nenne ich es? Mein Secret! Wundervoll. Hihi. Momos Opfer. Wie ich es halt bei Momos Opfer nicht gesehen habe, sondern erst bei Momos Tagebuch. Oh, kann es sein, dass das hier... Ist das aus der Bar? Oder habt ihr einfach so Lack genommen? Einfach so Lack. Okay. Hast du das gefüllt, Ernst? Ja, natürlich. Okay, dann muss ich dir... Ich zeig dir später nochmal was. Ich muss dir was zeigen dann noch. Okay, gut, dann sag mir mal, wie viele mir noch fehlen. Ja, warte. Ich überleg gerade mit Lilly, wann wir das bekannt geben. Jetzt wäre ein ganz guter Zeitpunkt vielleicht. Haben wir ihr das letztes Jahr auch schon vorher gesagt, Ernst? Wir haben ihr letztes Jahr ihr ja sehr bei einigen Secrets noch geholfen. Im Stream ja. Und am Ende vom Stream wusste sie, meine ich auch, dass sie dann alles hatte. Ja, ja, das war so auf jeden Fall. Aber ich glaube, da habt ihr auch schon gesagt, wie viel es insgesamt gibt. Also habt ihr es allgemein bekannt gegeben. Ja, und... Und es wäre halt, ich meine, wenn es jetzt bekannt gibt, dann haben die Leute noch das Wochenende Zeit. Für dich bekannt, bevor wir es für die anderen machen. Ja, deswegen wäre jetzt eine gute Idee. Jetzt für alle bekannt geben. Ja, warte, ich rede gerade mit Lilly drüber. Ja. Aber ich habe gerade vor 5 Minuten mit Lilly drüber angefangen zu schreiben. Meine Meinung ist bei dem Ding ja auch, würde ich mal sagen. Ja, wir haben schon fast eine Uhrzeit. Alles dabei. Gut. Was? Na, das Ding ist eine Uhrzeit. Ach so, ja, okay. 22 Uhr wäre eine glatte Uhrzeit zum Beispiel. Ja. Stimmt schon. Dann kann ich in der Zeit noch Leuten winken. Ich guck mal, ob ich nochmal Leuten winken kann. Da ist wer, da ist wer, da ist wer. Da ist, Flying Eagle nochmal, okay. Achso. Tatsächlich, da schaut dir nicht zu. Sicher? Versucht jetzt zu dir zu kommen. Ich bin ja. Möglich. Pokémon Go. Ah, da ist dann also das Secret, okay. Da drüben. Hm? Ja, es liegt ja dann da auf der anderen Seite quasi. Dass es oben drüber geht, hatte ich dann recht, quasi. Aber halt in die falsche Richtung. Gedacht. Aber ich kann niemandem winken. Die sind nicht da. Schön, 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 schön. Wundervoll. Ganz ja schön, wie du versucht hattest, da irgendwie von der Schmiede dahin zu kommen. Ja. Und die Schmiede ist halt so absolut falsch. Die Schmiede ist halt unter... Die ist halt noch... Ich habe kein GM3, ich kann das ja nicht sehen. Ein Spinne praktisch drunter und von da aus, da hochzukommen, okay. Ist dann doch abenteuerlicher. Okay. Ja, keine Ahnung. Ich wusste, dass es da lang geht. Und dann dachte ich, es ist hier das Secret. Und dann wäre von der Schmiede gar nicht so weit abwegig gewesen. Aber dass es hier dann nochmal so einen Riesenbogen nach rechts nimmt, das hatte ich nicht erwartet. Doch, ich bin am Zustauen, aber nicht so lange, dass ich den Weg dahin kenne. Ja, hier ist mein Secret. Der ist, ja, tja. Der Weg ist... Der Weg ist das Ziel. Weg. Ja, ich war auch gerade, soll ich das Ziel sehen? Ah, schön. Kommt da noch mehr? Nein, okay. Ah, schön. Da hinten. Apfelringe. Kommt Apfelringe? Kommt Apfelringe ist noch draußen. Nach draußen, ja. Ja. Kommt jetzt aber rein. Ja. Hallo. Und geht jetzt dich besuchen. Ups, Tomini Kips. Hallo. Hallo. Ah, cool. Ich kann leider nicht sneaken, aber
sonst würde ich nach da unten sie ansneaken oder so. Ich glaube, Apfel weiß auch nicht, wie man da hinkommt. Gut möglich, ja. Vor allem, ne, diese Idee, einfach Flying Eagle erträgt im Nachblick dieser Welt nicht mehr. Diese Idee, diese Idee einfach, ich fand die Idee ja super. Ich kann dann hier sein und winken. Das war direkt meine Idee. Und dass das dann auch noch mein Secret ist, also quasi, dass ich aus meinem Raum jederzeit rausgucken kann und immer Hallo sagen kann. Ist ja schon sehr cool. Ich kann dir ja auch noch den Tipp geben, den ich Momo schon gegeben habe. Halte dich von Knochenbäumen fern. Es ist ein... Ja, ich habe ihn aber auch nur verstanden, weil ich letztes Jahr den Tipp schon irgendwie umsetzen musste. Und dachte mir dann so, okay, ich gehe wohin, wo man gar keinen Knochenbaum sieht. Ja. Und das hat ja dann irgendwie gestimmt. Wenn ich raustabbe und dann wieder reintabbe, seht ihr, während ich raustabbe, schon das Menü? Oder erst, wenn ich wieder reintabbe? Eigentlich, warte mal, mach mal. Also ich tapp jetzt raus und mach Dinge und tu Sachen und eigentlich warte ich nur dieses Mal und tapp jetzt wieder rein und schließe es direkt. Wir sehen es erst, wenn du wieder reintappst. Ah, okay, das ist eine gute Sache. Gut zu wissen. Call me Hen-Hen, okay. No, I don't call you Hen-Hen. Ah, die Zeit vergeht so langsam. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt einfach nochmal zurück und plätsch und zähle nochmal meine Kisten, um sicher zu gehen. Ihr sagtet ja auch, also Lilly sagt ja auch, der Pilz zählt ja auch. Ja, also es zählt auf jeden Fall jeder individuelle Loot, egal ob da jetzt eine Kiste oder eine Schalke oder ein einziges Item. Aber halt nicht zum Beispiel, also eine Storyline bleibt eine Kiste, nehme ich jetzt mal an. Wenn man bekommt ja zum Beispiel auch, wo ist Lieferdienst hier? Man bekommt hier ja erst einen vollen Topf und dann einen leeren Topf und dann die Kiste. Und der volle Topf und der leere Topf gehören beide dazu, nehme ich an. Ja, und alles, was man halt also Quest-Items zählen nicht. Dann Loot vom Ende. Dann. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Wie das halt einfach links verschwindet. 25 quasi. Zählen die als 3? Was zählt als 3? Die Artefaktkisten? Ja. Als 3 einzelne? Ja. Okay, 24, 25, 26, 27 habe ich dann schon. Warte kurz. Jetzt gleich kommt's. Ja, das dachte ich mir schon. Aber jetzt habt ihr schon 22:01. Ja. Also wirklich. Oh, jetzt bin ich gespannt, wie viele mir fehlen. Hast du denn auch das in der Eventhöhle am Spawn war mitgezählt? Mhm. Ah, das gehört mit dazu. Ja gut, dann habe ich 24. Also 27. 24 ohne Türme. Hast du denn den Turm, den du noch nicht gemacht hast, schon dazu gezählt? Das wäre dann 27, ja. Mit dem. Inklusive Turm, der noch fehlt. Deswegen ja 24 ohne. Und dann noch 3 dazu. Es kann ja sein, dass nach dem dritten Turm dann auch noch eine extra Chest kommt, weil man alles geschafft hat und das Dorf wegmacht. Es wären dann 28. Heißt, wenn es 28 Secrets gibt insgesamt, dann würde ich den dritten Turm erst machen. Weil ich, wie gesagt, die Vermutung habe, dass es da dazugehört. Hin und her auf den Kisten. Gebt ihr das Ingame bekannt oder auf dem Discord?
Ich würde sagen beides. Oh Gott, so viele Pings überall. Ich wünsche mir einen Drohnenlieferdienst per Pizza ans Fenster geliefert. Wäre eine coole Idee. Düp, 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 düp. Dü, 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 dü. Dü, 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 dü. Okay. Ich will nicht mehr komisch schief singen, sondern ich will die Zahl haben. ZX, Lili. Ja, hat's doch. Wo? Discord. Discord. Hier. Da einige gefragt haben und das Halloween-Event am 7.11. um 22 Uhr schließt, wollen wir euch nun die Anzahl der Belohnungen im diesjährigen Halloween-Event bekannt geben. Auf der Karte könnt ihr 28 Belohnungen, Lootkisten und Itemausgaben finden. Ihr habt nicht mehr viel Zeit, die Belohnung zu ergattern, also beeilt euch, euer Craft Together Team. Okay. Okay. 28, das ist irgendwie das, was ich erwartet hatte. Interessant, interessant. Willst du nochmal einzeln durchgehen, was du denn so alles hast? Ich habe vorher nämlich nicht zugeschaut. Ich kann mal. Ich habe Frühspinne. Das war am Anfang, in dem ersten Vorraum, bevor man überhaupt ins Event gegangen ist. An der Seite. Das Haus des Blauen Feuers findet man im Schmiedefeuerhaus. Rieche ich jetzt wie eine Spinne? Das ist der Geduldsfaden. Da musste man durch den kompletten Spinnenbereich durchgehen. Mhm. Ich habe dann auch übrigens nicht wie eine Spinne gerochen, weil die Spinnen mochten mich immer noch nicht. Dann haben wir hier eine Kiste. Ja. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich eine Kiste gefunden habe. Ich weiß es ehrlich nicht mehr. Skandal. Ja, Riesenskandal. Da ist der Kisteninhalt amüsanter als der Weg zur Kiste. Ach, eine Kiste ist da, wo sonst sehr häufig Schilder sind. Ah, ja, okay. Warum habe ich dir das Wasser geholt, wenn du es eh daheim hast? Ist das mysteriöse Brunnenhaus? Brunnenwasser? Nicht das! Das Haus des Blauen Feuers! Es bleibt dabei. Ja, da musste ich ihm das Brunnenwasser bringen. Mhm. Der portable Amethyst. Mhm. Das ist in den Gängen, in denen man hin und her geportet wird. Im Gebälk ist quasi da drüber. Mhm. Man muss über die Balken springen. Kuscheliges Feuer ist wegen dem Kuscheltier. Ich habe das wegen dem Kuscheltier, nur wegen dem Kuscheltier so benannt. Das war in diesem einen Shop irgendwo. Sedix Albtraum. Das ist, ja, das ist sehr langweilig. Sehr langweilig benannt, weil es ist halt Sedix Albtraum. Hallo? Ja, na, meine Benennung daran ist halt so, nicht okay. So sonderlich einfallsreich. Elfenmagie. Da hat uns die eine Elfe. Faun. Ich könnte es auch Faunmagie nennen. Das würde mehr Sinn ergeben. Ich glaube, das mache ich. Das mache ich mal eben. Faun. Faun. Einfach nur Faun, oder? Ohne E. Magie. Faunmagie klingt aber irgendwie auch komisch. Ja, Faunmagie. Ja. Ich kann ja auch. Ich habe ES, glaube ich, noch drin. Faunmagie. Ich kann so machen. Aber ich glaube, das sieht noch schlechter aus. Machen wir so. Die Boomo-Kiste. Ja. Mit von, ne? Von Battle-Kiste. Besitzergreifendes Wasser habe ich direkt danach gemacht. Ich habe da, glaube ich, nie reingeguckt. Ah. Eine Menge Gold und so. Ist der Rucksack, der verschwunden war. Der weggetrieben ist. Zertretener Pilz. Ja, das war halt ein seltener Lavapilz. Da musste man nicht viel machen. Endlich machen mit den Schalker-Boxen. Ich stell dir dann hin. Also wie willst du die... Ich zeig's dir gleich. Ja, ja. Genau, die place ich dann. Weil die selbst haben ja auch eine Lore. Die geht ja dadurch... Ah, nee, haben sie nicht. Nee, durch... Die haben einen Namen.
Und der Name, den kann man sehen. Mhm. Wenn man eine Schalker öffnet, dann sieht man da oben Schalker-Box, aber wenn es ein Name ist, sieht man da oben Rucksack mit wertvollen Gütern. Und dementsprechend passt das. Die Tür des Todes war natürlich, habe ich sofort gefunden, als der zweite Teil aufgemacht wurde. Das, Ah ja, genau. Mhm. Das obligatorische Schau unter der Brücke nach. Weil da könnte ein versteckter Schatz sein. Und dann, was man halt so im Keller hat, ne? Überreste, Versandboxen. Ja, gut, das, das Blut. Passt schon, ne? Verstecktes Tagebuch vom Fischer. Ja. Die ausgekürbiste Höhle. Und ich, also Juna musste ich das erst noch erklären, was ich mit dem Namen meinte. Muss ich das euch auch erklären, was ich mit dem Namen meine? Die ausgekürbiste Höhle. Oder versteht ihr es? Weiß nicht, ob ich es richtig verstehe. Wie verstehst du es denn? Also, erklär's denn nochmal richtig. Kürbis kann man ja aushöhlen, ne? Deshalb, weil das so von innen wie so ein... Nein, das ist so gemeint. Fast. Also, okay. Mach mal Kürbis... Tauscht mal Kürbis mit Höhle aus. Ausgehöhlt. War halt kein ausgehöhlter Kürbis, sondern eine ausgekürbiste Höhle. Genau. Es ist kein ausgehöhlter Kürbis, sondern eine ausgekürbiste Höhle. Das habe ich gar nicht so blamiert mit meiner Theorie. Nö, es ist sehr ähnlich gewesen. Genau, ja. Und dann haben wir hier das Versteck der betrunkenen Wächter. Weil das sind ja für mich Betrunkene. Lillys Bad Cave ist auch nicht so kreativ, der Name, den ich dafür gegeben habe. Ich könnte dir das... Lilly haut mich gleich. Batwoman. Lilly haut mich gleich. Emo? Ich hab's umgedreht. Gute Nacht, Nalan. Schlaf okay, verstehe. Also, Lillys Teddy Cave. Ich sag das sie laut nicht gleich. Naja, die Köpfe sehen halt sehr aus wie Teddys, finde ich. Lieferdienst. Da musste man hin und her und hin und her. Und dann hat man sie Belohnung schwingt gut. Den Bannhammer. Nein. Alles gut. Doch, rieche ich jetzt wie eine Spinne? Und ja, da habe ich dann wie eine Spinne gerochen. Weil jetzt mögen mich alle. Ja, das war, da haben Lilly und ich was vergessen. Eigentlich sollte im Text der Mutterspinne auch noch rein, dass sie dich mit so einem Zeug eingesprüht hat, damit die Spinnen nicht erkennen. Aber das haben wir vergessen. Oh. Aber es ist eigentlich passt es. Habt ihr das von Anfang an? Oh Gott. Oh. Doch, Lilly, das ist Text geschrieben und dann ist Lilly und mir aufgefallen, dass wir das vielleicht noch reinsetzen könnten, aber haben es dann leider vergessen. Aber ja. Versteht man trotzdem. Ja. Das Ding ist, ich hab ja die ganze Zeit den Spaß gemacht, von wegen rieche ich jetzt wie eine Spinne. Ja, das war auch eigentlich der Grundgedanke daran tatsächlich. Und deswegen wolltet ihr dann das machen, oder wie? Nee, eigentlich wollten wir das, also es war ja schon vorher geplant, wir haben nur vergessen, das einzubauen. Ja, gut. Aber ja, ich rieche jetzt. Du hast quasi schon von dir aus die gleiche Idee gehabt wie wir. Okay. Oh Gott. Hi, Ernst. Sorry. Und dann das Hups passiert Secret. Momo. Hey, Lilly. Warte. Muah. Ist jetzt wieder okay? Ist jetzt wieder okay? Ja? Komm, ich. Jetzt habe ich dich sogar noch getätschelt. Okay, du kriegst noch eine Umarmung. Du willst keine Umarmung. Lilly ist beleidigt. Big Boss Musik. Das ist so gut. Big Boss Musik. Könnte ich ja theoretisch abspielen. Nein, lass gut sein. Und das passiert Secret, ja, das ich halt gefunden habe, ohne dass ihr dabei wart. Dann die 1, 2 und das dritte, was noch kommen wird. Dann meine Box, die ich später dann noch wieder zurücksortieren werde, da rein.
Das mache ich ja immer offscreen. Das da rein sortieren. Ach, das sind dann diese, warte. Was ist da drin? Das sind dann diese einzelnen Sachen. Nein, nein, nein. Ah, ja. Nein, nein. Das ist deine. Alle anderen habe ich schon sortiert. Ja, ja. Nur das nicht. Naja. So, und damit sind wir... Platz, ne? Nee, nee, hier drin ist auch noch eine. Ja, genau. Da drin sind eine Menge. Ja, aber eine ist noch voll da drin. Nein. Ja. Doch. Doch. Fausch. Und die. Sonst wärst du nicht auf 28 gekommen. Ja. Wartet mal, dann machen wir das anders. Machen wir die hier jetzt mal kurz nach da. Brauche ich die hier auch gar nicht mehr und die auch nicht. Machen wir, ups, das wollte ich nicht. Machen wir das auch noch nach hier. Machen meine Kiste, weil die habe ich später gefunden. Wie ich mein Secret als letztes gefunden habe. Als letztes. Kommt da rein und hier kommen die drei rein. Ja. Genau. Und dann habe ich hier nur noch die zweimal Gemüsesuppe für Onkel Gripper in Quest-Item-Form. Und einmal Glowberries aus dem Event. Felix, das, danach frage ich sie nachher noch. Okay. So. Und eine Sache muss ich ja jetzt noch machen. Moment. Genau, eine Sache fehlt jetzt noch. Mhm. So, noch ein besänftiges Tätscheln. Und dann machen wir Slash Packy. Schön. Oh Gott, lag. Fliegt er. Und ab in den dritten Turm. Wie habt ihr das eigentlich genau geschrieben? Ja, Mist, jetzt habe ich es nicht mehr gesehen. Was genau habt ihr geschrieben in-game? Dass es nur noch so viel, so und so viele Secret gibt. Genau das gleiche, was auch im Discord stand. Ja, gut. Okay, den Turm haben wir, den Turm haben wir. Ich habe das erst rauskopiert. Ich habe den Text gerade innerhalb von ein paar Minuten geschrieben. Ach, das, ja. Ja, das ist ja okay. Ja. Ja. So. Okay. Welchen hast du jetzt noch nicht? Das beim Fischerhaus, also da in der Gegend. Okay. Übrigens, der Bug ist weg. Ich kann jetzt wieder Dinge tun. Einfach so. Ah, schön. Also, ist euch vielleicht auch aufgefallen, weiß ich nicht. Ja. Nur weil ich es einmal anfange. Ja, yeah, natürlich. So, hier rechts rüber. Ich bin eine wandelnde Jukebox für sehr viele Ohrwürmer. Na dann. So, dann haben wir hier den dritten. Hallo, guten Tag. Oh, und hier werde ich, hier werde ich tatsächlich jetzt schon F1 drücken. Dann habe ich alles in schön. Oh Gott. Auch wenn die dann einfach aus dem Nichts auftauchen werden. Oh Gott! Und Lilly steht da. Lilly ist schnell weg! Ach, cool. Ich seh dich! Sache ist, wenn sie in Game Mode 3 gehen würde, dann würdest du sie trotzdem sehen. Ich weiß, ich sehe da auch gerade ernst. Sieht aber dich kaum. Nee, ich sieht man echt kaum. Also wirklich gar nicht. Ja, nee. Ich verliere es jedes Mal. Wenn ich drauf achte, dann verliere ich es wieder. Die Abkürzungen sieht gerade, wie der Turm hier brennt. Ich bin
schon übrigens die ganze Zeit beim Dancen. Hm. Warum sieht Momo eigentlich so viel weniger als alle anderen irgendwie? Wahrscheinlich, weil ich dauerhaft irgendwie per Commands in Bewegung bin. Den Armor Stance sieht man immer gleich schlecht. Ja, klar, ist ja einfach nur in einem Armor Stance drin. Ah, stimmt. Ah, wenn irgendwie. Ist ja keine Momo. Ja, klar. Wo ist mein Item? Wo ist mein Item? Hast du dich gerade aufgesammelt? Ah. Sieht man Items auch nicht rumliegen in F1? Eigentlich schon. F1? Vielleicht war das Item einfach so ein bisschen... Es war plötzlich da. Artefakte des Geflügelten. Und ja, Lilly, auf dem Turm, den du gestanden hast. Du hast jetzt zweimal was in der Katze drin. Ich weiß nicht, ob beim dritten Mal auch. Ja, cool. War vielleicht einfach ein bisschen verbuggtes Item. Also dass ihr gesagt habt, dass Apfelringe das auch sieht, hat mir jetzt gesagt, dass man von außen das tatsächlich auch sieht. Ja, tut man. Kann gerne einmal rein, dann siehst du mal, wie es von außen ist. Oh, gerne gleich, aber dafür will ich mich auf einen schönen Ort stellen. Also warte da einmal. Hört man auch die Musik von außen? Nee, leider nicht. Oh, schade. Wäre auch ein bisschen schwer, weil die ziemlich laut ist. Gar nicht. Doch, die Blitze siehst du. Außer du bist zu weit weg. Ah, okay. So, Ingo Ugu. Wie weit? Ich hab alle drei dann gemacht! Ich hab doch. Hab ich doch. Hab ich doch gemacht! Ich hab den Segen empfangen. Ich bin fertig, ich bin durch. Und jetzt? Ja. Ja, aber ich hab das doch gemacht, du doof. Igor ist doof. Mein Abschlusszitat dazu. Igor ist doof. Ach je. Okay. Slash. Suicide. Dann gehen wir 3 Schritte rückwärts. Dann gehen wir slash server Freebit 1 und sind hier. So, dann zählen wir nochmal schnell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28! Perfekt. Lilly meint gerade so im Admin-Chat, ja, welches fehlt dir denn jetzt noch? Ja, keins. Ja. Und ich so, und du bekommst für jede Truhe einen Tag. Und sie hat sich deine Tags angeschaut und meint so, hä? Aber die 18 fehlt dir doch. Und ich so, Lilly? Das ist das, was am Spawn steht. Das heißt, du bekommst den Tag am Spawn. Und Lilly war total verwirrt. Ja, das ist in der Tat tatsächlich ein bisschen dumm, das. Okay, von... doof. Ja, das ist, aber ja. Für uns halt dumm, für dich macht's ja nichts. Ja. Die texten ja nur für uns da. Ja, welche Spiele haben denn... Ja, ich war gerade dabei, Lilly zu schreiben. Tja. Aber ja, sie hat es selber gemerkt. Hier ist 18. Warte. Ja, da ist 18. Da irgendwo. Jetzt weißt du, dass hier das 18 ist. Ja, es ist 18. Das kann schon trinken! Weißt du, es kann schon trinken. Dann, ja. Na, es ist 18. Es darf trinken. Ach so. Nee, das habe ich selber bemerkt. Kann man das auch nochmal machen? Kann man nochmal reingehen und sich das nochmal anschauen? Nee, also. Ach, schade. Ich könnte es theoretisch für dich nochmal freischalten. So. Nein, passt schon. Aber das wäre halt cheaten. Das wäre cheaten. Nein, passt schon. Aber ich gehe jetzt mal hier oben drauf.
Muss nur ein bisschen klettern. Ja, dann kann ich, wenn du auf diesen Dings reingehst, dann kann ich ja auf den Turm gehen, der nahe denen ist. Genau, ich gehe hier gerade. Kannst du selber aussuchen, welchen. Den vorne oder den hinten. Dann muss ich noch gucken. Ja, es sollte schon nah genug sein, dass man die Partikel noch sieht. Die sieht man wirklich nicht so arg weit. Ich muss nur noch ein bisschen klettern jetzt. Aber das habe ich ja schon häufiger gemacht hier. Dahin, dahin. Auf den gehst du drauf, okay. Fuck. Ganz kurz. Dammit, nein. Ich bin auf die Seite falsche Seite runtergefallen. Welcher Typ das? Es ist der erste, den ich bekommen habe, deswegen der Verfaulte oder wie der heißt. Ja, ist der dritte Turm. Ja. Du hast zuerst den dritten Turm und dann, glaube ich, den zweiten und dann den ersten. Du hast sie quasi genau rückwärts der internen Reihenfolge gemacht. Tja, ihr habt sie rückwärts hingestellt. Das heißt, den Tag muss ich remove, Wobei eigentlich, den zweiten habe ich als allererstes hingestellt. Dann den dritten und dann den ersten. Ach toll, den Tag habe ich eh momentan nicht. Dann entferne ich mir direkt alle Tags. Drüben. Dann hierher, dann hierher, dann hierher, dann hier. So. Und jetzt da drauf. Noch Zeit. Ja, ich entferne mir dann direkt alle Tags, weil ich wollte eh alles nochmal. Sollte vielleicht essen. Mir selber. Solange du dir halt Kisten nur alle Tags entfernst schon in diesem. Ja. Ja, ist mir klar. Du das im Chat? Ich sehe nichts mehr. Wie Lilly einfach sich da hochgecheatet hat. Das hat Josh irgendwann gefixt. Ja, stimmt. Ich komme da nicht hoch. Ich komme nicht zu Lilly hoch. Okay, aber ich kann das von weiter dort. Ich kann da die Bäume lang. Okay. Danke sehr, Lilly. Ich war ja quasi schon hier. Ich habe da drauf gestanden. Woher weißt du, dass das Lilly war? Weil Lilly hier steht. Warst du das ernst? Warst du das in Game Mode? War das ernst? Ist ernst im Game Mode? Kann dich auch zu ZX teleportieren. Ne? Ich kann dich auch zu, keine Ahnung, Paco Mako teleportieren. Könnte auch sein. Kann ich / Sid machen? So. Nein, kann ich nicht. Muss ich ganz kurz los geht's. Mit dem Typen reden und mir 6 Artefakte holen. Ja. Bin ich nah genug dran hier, Lilly? Weißt du das? Ja. Ich glaub schon. Lilly, warum machst du Werbung für einen anderen Streamer? Werbung für einen anderen Twitch-Streamer? Was? Wo macht Lilly denn Werbung? Im Chat. Die verlinkt nicht auf Nummer, sondern auf Freitag, ne? Zitze. Verwirrt, weil ich die ganze Woche nicht zu Hause war. Zitze. Unmöglich. So. Einfach so. Okay. Jetzt habe ich alles. Hast du es? Ja, okay. Kann ich rein, ja. Aktivier den Turm. Momo, du hast 16 Zuschauer. Ja, hab ich. Hallo 16 Zuschauer. Vielleicht solltest du Minecraft häufiger am Freitag streamen. Ja, vielleicht solltest du allgemein häufiger bei uns streamen, Momo. Na, das Ding ist halt, wenn gerade kein Event... Das ist sehr somatisch. Geh los. Gewitter. Partikel. Oh, warte, ich kann so machen. Siehst du die Partikel? Ja. Nee. Ja, perfekt. Nee, sie sieht die Partikel, glaube ich, nicht. Ich seh ein paar wenige. Ah, nicht die anderen, schade. Egal. Du stehst etwas zu weit weg. So, da. Perfekt. Aber ein bisschen. Zack. Es ist so geil, dass das so perfekt mit der Musik getimed ist, ne? Aber ihr habt das nicht absichtlich gemacht, oder? Doch, natürlich. Ah, okay, cool. Glaub's nicht, wie viele Stunden ich daran gesessen habe, nur damit das mit der Musik abgestimmt ist. Cool. Ich habe über 12 Stunden an diesem Turm gesessen. Ja, sehr cool. Okay, jetzt gehe ich gerade runter.
Und dann sind die Partikel weiter da, bis du durchgefallen bist quasi. Bis ich durchgefallen bin, ja. Warte, bis du durchgefallen bist, aber nimm mal noch nicht das Item auf. Ja, erst wenn Zedix durchgefallen ist. Okay, jetzt bist du wieder du selbst, hat, oder? Dann nee, noch nicht. Immer. Aber jetzt hören die Partikel auf, ja. Und wann bist aber du selbst Feuer wieder? Das bleibt noch ein Stückchen an. Warte, ich sag's dir. Und dann hebt man nicht das Item jetzt auf? Das Item, jetzt ist das Item entstanden. Mhm. Und jetzt bin ich wieder ich selbst. Hebt man nicht auf, sondern lass die Musik auslaufen. Ja, ja. Die läuft ja nicht mehr lange. Nee. Aber habt ihr gesehen, dass ich beim... Du kannst auch erst raus, wenn die Musik ausgelaufen ist. Ja, okay, cool. Habt ihr gesehen... Ah, okay, gut. Dann kommen wir nochmal raus, weil das bleibt ja nicht so. Ja, das bleibt erst so, wenn ich jetzt das Item aufsammeln und rausgehe. Jetzt hast du das Item aufgesammelt? Nee, noch nicht. Jetzt habe ich es aufgesammelt. Mhm. Jetzt ist quasi der Eingang offen und wenn ich jetzt durchgehe... Ah, ja, okay. Ja. Geht's aus. Cool, cool. Sehr cool. Ja, ich habe, was wollte ich sagen? Ich habe beim dritten Turm habe ich versucht, das Schädel draufschmeißen im Rhythmus der Musik zu machen. Ich glaube, es ist mir so, nice. So fast gut gelungen. Ja, genau, sehr cool. Es ist sehr cool. Wunderschöner Abschluss. Und ich kann halt nicht immer Minecraft streamen, weil das, was ich normalerweise in Minecraft mache, ist halt super langweilig. Ja, dann musst du dir irgendwelche spannenden Projekte... Ich kann mal zeigen, was ich so in Minecraft mache, wenn ich was mache. Aber das war jetzt ein cooler Abschluss. Hallo, Apfel-Libelle. Es war ein echt cooler Abschluss. Ich weiß nicht, ob du Apfelringe bist, Momo. Ja? Weißt du eigentlich, warum dein Sieg... Oder warum eigentlich da dein Secret da drin ist? Im Event? Warum es hier im Event allgemein ist? Warum dieses oder... Secret in diesem Halloween-Event so war, in dieser Form? Nein. Du erinnerst dich ja ans letzte Halloween-Event? Ja. Du erinnerst dich an den Geigen? Ja. Du erinnerst dich, wer an diesem Geigen hing? Ich? Ja. Oh, ich bin die Hexe, ich bin die Berghexe. Ich bin die Berghexe und wurde erhängt. Ja. Hey. Ich bin die Berghexe. Ich verstehe. Auch dein Tagebuch. Aber in meinem Tagebuch steht nichts drin, oder? Ihr habt mich nichts sagen lassen. Aber im Grunde... Dein Tagebuch ist ab. Ist verzaubert, das heißt... Ich könnte du das als Geschichte schreiben und das dann mit dabei legen quasi, damit man auch als Spieler versteht, was da passiert ist. Wenn du Lust hast. Oder ihr macht das im dritten Jahr und da mache ich dann ein Tagebuch, schreibe ich extra fürs dritte Jahr. Folge. Oh mein Gott. Oh, weißt du, was man auch machen könnte, Ernst? Nee. Nächstes Jahr dann quasi dieses... Geschichte noch ein bisschen darauf eingehen und auch erzählen quasi. Also, dass du dann nächstes Jahr irgendwie rausfindest, was soll da, ich, also wieso das soll ich euch ein ist, Tagebuch das... schreiben? Aber weißt du ernst, was ich meine? Ja, ja. Also, ich fand das ja dieses Jahr allgemein schon so geil, so ein bisschen aufzugreifen, dass das Also, dass das Halloween-Event vom letzten Jahr halt nicht nur einfach so da ist, sondern dann natürlich zum einen das mit den Artefakten, aber auch zum anderen, dass der Typ dann sagt, ja, hier dieses scheiß Mörderdorf soll ich bewachen. Und was natürlich darauf anspielt, dass da die ganzen Psychopathen und Mörder aus den ganzen Horrorfilmen in diesem Dorf rumfleuchen. Ja. Inklusive mir. Ja, ja, verständlich, verständlich. Nee, du warst ja draußen eigentlich und dann würdest du von dem Mörderdorf gefangen. Ach, so rum. Ich dachte, ich wäre auch hier, weil ich bin ja eine Selbstmordattentäterin. Das heißt, ich bin ja auch eine Mörderin. Dein Versteck war ja draußen. Okay. Ja, genau. Dann habe ich mich vor den Mördern versteckt. Draußen. Ja, du bist ja eine Hexe. Ja, aber warum habe ich mich als Hexe vor den Mördern... Okay, das ist eine Story, die ich mir dann ausdenken muss. Ja. Boah, das könnte man echt nächstes Jahr einbauen, Ernst. Und dann das, was Momo erzählt Thema in dem für Tagebuch, nächstes Jahr steht schon. Hier gibt's ja, nicht eine das ganze Hexe. Thema für nein, das nein, Jahr, nein, aber nein, so eine nein, kleine nein, Nebengeschichte nein. quasi. Ja.
Gibt es eigentlich noch den Friedhof? Ja, den gibt's noch. Ja. Ja, da war ich auch schon letzten. Da muss man auch Mittwoch hin. Für zwei Secrets. Immer noch in also für zwei Artefakte. Genau, man muss in dein Grab, um das Artefakt zu finden. In dein Grab muss man einmal und zum anderen muss man auch genau, in die Kirche. In die Kirche und die Blätter um ja genau, hinter der Kirche. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, was Paco Marco da aufgefallen ist. Hm? Na, dass man, wenn man rückwärts aus 2020 rausgeht, in 2020 ankommt. Ja. Genauso ist es andersrum auch. Weil ich es mir einfach gemacht habe, da war ich, um ehrlich zu sein, faul und habe einfach die Blickrichtung genommen und habe einfach gesagt, wenn du in die Richtung schaust, dann bekommst du den, da war ich tatsächlich wirklich einfach faul. Ja, aber das ist auch eine schlaue Lösung. Und ja, das war die einfachste Lösung. Gräber. Mit allen Leuten. Hi. Und da genau, auch da. Die Gruft von irgend so einem Typen. Ich habe keine Ahnung. Wollen wir nochmal mein Dings auslösen? Dein Dings auslösen? Du willst nochmal gefoltert werden. Ja. Das könnten wir vielleicht auch noch in Nexus einbringen, dass Zedex irgendwo gefangen haben. Oh ja. Sie haben vielleicht, sie haben dich gefangen und gefoltert und dann bin ich gekommen und wollte dich retten. Und Battle ist ja auch noch verbaut. Ja, Battle ist aber ja nur im Neuen und noch nicht im Alten. Nee, im Alten. Oder? Nee, war das Klumpi, der da am Pranger stand? Es war Klumpi, glaube ich. Weil der Azubi war. Achso, ja. Das stimmt. Na, komm, machst du's? Hast du's? Hast du eigentlich nochmal den Stream angeschaut, um alles Secret zu finden? Das Dämonen-Secret hier, ja, das habe ich nochmal gesucht. Das habe ich im Stream nochmal gesucht. Mir angeschaut, wo das war. Und ich habe mir angeguckt, wie ich damals den Sprung unter der Baba Yaga gemacht habe. Ich habe ihn anders gemacht, als ich ihn dieses Mal versuchen wollte. Und habe ihn dann direkt so versucht, wie er letztes Jahr war. Und dann ging es direkt. Ah, okay. Oh Gott. Ich bin der Uwe und bin auch dabei. Hallo Uwe. Oh mein Gott. Warum? Ja, komm, darf ich? Ja, ich darf raus. Respawn. Ach ja, verdammt. Kann ich hier jetzt Suicide machen? Jetzt respawnst du quasi. Sollte ich ja. Muss einfach. Perfekt. Genau. Ja, ja. Top. Top Sache. Naja, genau. Ich zeige euch mal, kannst was ich sonst so an. Ich kann mir den Loot genauer anschauen, den du insgesamt so bekommen hast. Den Loot? Den habe ich mir doch schon angeschaut. Eben gerade. Kurz vorher. Nee, ich meine insgesamt so. Hab ich doch. Ich habe alles gemacht, außer dem letzten Loot-Chest. Oder? Was ich halt so normalerweise mache. So die langweiligen Arbeiten. Warte mal, dafür muss ich mir erstmal meine typische Ausrüstung wiederholen, weil ich habe normalerweise nicht diese Ausrüstung an, sondern ich habe das. Oh Gott, ich hasse es. Dann das, dann das, dann das, dann das, das. Das habe ich eigentlich auch auf. So. / Head. Ich trage aber tatsächlich keine Rüstung, weil das verdeckt ja mein Skin. Und das wäre ja schade. Und dann mache ich so Sachen wie. Oh, ich habe das angelassen. Das ist mein Regenbogen. Ich habe vergessen, dass ich den angelassen habe. Eigentlich mache ich den immer aus. Sobald ich weggehe. Das ist quasi so ein bisschen wie die Flagge der Queen, ne? Ja, stimmt. Ich bin hier, ich mache ihn an. Ich gehe weg, ich mache ihn aus. Oh, Zedex, dass du mich Queen genannt hast. Na, ich habe jetzt neulich zum Beispiel hier das hier erstellt. Mein Villager günstiger Machprozess mit dem Beißerkin.
Und habe ein paar Villager schon umgeordnet, dass sie billiger werden. Dann ist das da, was man da jetzt so hässlich als flache Dingensen und mit der Müsli-Schale oben drüber sieht. Das ist in Arbeit. Das mache ich zum Beispiel. Ich renne hier 10.000 Mal im Kreis und platziere Wolle. Super spannend. Stell mir gerade vor, wie Momo im Flieger nach hier Urlaubsziel einfügen sitzt und sich denkt, habe ich eigentlich meine Regenbogen ausgeschaltet? Finde ich gut. Letztes Mal ja nicht. So, wie gesagt, das hier ist in Arbeit. Als Teil davon, Teil der Arbeit da, ist halt Wolle zu bekommen. Heißt, ich renne entweder 10 Stunden lang durch diese Schafe durch und drücke Rechtsklick, um all die Wolle zu bekommen. Oder ich stelle mich, warte, Moment, richtig spannend. Richtig, richtig spannend. Hier in die Ecke und gehe AFK. So lange, wie es halt geht. Bis die Schafe hier unten Wolle produzieren. Ich habe das heute schon mal geleert. Kurz vorm Stream, deswegen ist es ziemlich leer. Ganz abgesehen davon, dass ich seitdem nicht mehr hier rumgestanden habe. Ja, oder genau, das sind eigentlich meine momentanen Projekte. Die anderen Projekte, die ich so mache. Home. Pixel. Ja, wäre dann Pixelarts. Sowohl das ist in Arbeit, das ist in Arbeit und das ist in Arbeit. Und das ist sehr groß. Und das ist nicht sonderlich spannend. Wie ich hin und her fliege und Pixelarts mache. Dementsprechend Home Nether. Das hier habe ich neulich auch gemacht. Fertig gemacht. Die Kronleuchter habe ich neu dazu gemacht. Das sind jetzt die neueste Hilfe. Bei der Treppe hat mir Villaton sehr, sehr gut geholfen. Also ich habe die Rundtreppe gemacht und er hat nochmal verhübschert und das hier rangemacht und hinten das rangemacht. Ja. Also das Geländer rangemacht und hinten. Und hierfür habe ich auch eine Menge Wolle gebraucht und deswegen streame ich nur Events. Was ist das für ein Portal? Das ist mein... Ja, dann muss ich mal Projekt über... Ich zeig das Portal. Das Portal ist der eigentliche Eingang. Ich habe nur mein Home direkt davor platziert, weil es eben der Eingang ist. Mit dem Portal. Da wollte ich übrigens mal fragen. Hier sieht das, finde ich, gut aus. Aber hier, ob man die Scheiben verlängern kann. Da rein. Also ob ihr machen könnt, dass sie sich nicht verbinden. Dass das quasi als, also dass das sich nicht mit dem Quarz verbindet, die Scheiben, wenn ich die Scheiben da reinsetze. So. Theoretisch schon, aber eigentlich machen wir sowas nicht. Naja, jein. Halt, ja, eigentlich ja schon, weil das, die Scheiben sind ja nur das Portal. Darum geht's ja. Und das Portal ist ja immer nur eine Fläche. Egal, ob was vor ist oder nicht. Dementsprechend. Müssen wir mal mit Lilly schauen. Ja, genau. Okay. Ich wusste nicht, dass man das überall hört. Nee, was? Das war nicht das. Wer hat was? Das abgespielt? Was? Wer hat das abgespielt? Der Gefällt mir-Button wurde gerade bei mir abgespielt. Keine Ahnung. So, und das hier ist... Ja, aber sowas machen wir nicht mit Scheiben. Setzt doch Blöcke hin. Ja, mit Blöcken sieht es halt nicht so cool aus. Und ihr hattet hier ja Scheiben hingesetzt. Also diese Scheiben waren schon vorher da. Und die haben sich halt verbunden zu den Blöcken, die da vorher saßen, waren. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Ob ich da einfach dann... Ich weiß es nicht. Muss ich mal schauen. Und das hier, weil du gefragt hattest, Flying Eagle, das ist mein Museum. Kann man sich anschauen, wenn man bei mir vorbeikommt. Zack. Und wie gesagt, das, wo ich gerade dran arbeite, die Wolke drumherum zu bauen... ist dann mein Museum im Wolkenschloss. Das heißt, man nimmt sich einen Fahrstuhl und geht mit dem Fahrstuhl die Kuchentreppe hoch. Wichtig, nur die erste, weil die anderen muss der Fahrstuhl nicht runter, sonst müssen... Warum? Macht ihr Töne? Dann den Fahrstuhl wieder runterschicken. Tschüss, Fahrstuhl. Und dann kann man sich hier umschauen. Wie wäre es mit einer Base-Besichtigung? Ah, hey, Paco Marco. wenn ich Bases besichtige,
Verschiedene Bases. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Oder man kann Basen besichtigen oder mit dem Chat interagieren, während man Stumpfsinn quatscht. Stumpfsinn quatschen bin ich, habe ich Meisterqualität da drin. Ja, das stimmt tatsächlich. Ja, die müssen ja nicht. Ich setze die nur immer, damit man nicht denkt, man kann da durch, man kann durchlaufen. Ach so, ja. Muss ich mal gucken. Vielleicht mache ich die Scheiben hier auch komplett weg. Vielleicht mache ich die Scheiben auch bei beiden Seiten komplett weg. Weiß ich nicht, muss ich mal gucken. Genau, und hier haben wir halt drei Etagen mit Zeug. Die dritte Etage ist noch nicht vollendet und ist noch ein bisschen, da habe ich noch ein bisschen Zeug gelagert, wie da und da. Und ich weiß nicht, ob ich das hier irgendwo anders hinstelle. Vielleicht nach unten? Wenn möglich, bitte weiße Wolle, danke sehr. Ja, es ist allgemein auch sehr voll. Ich benutze das irgendwie nicht wirklich. Obwohl, die Schalkers könnte ich benutzen. Die Schalkers sind gut, Schalker sind gut. Dann kann ich die benutzen, um Dinge zu sammeln. Obwohl, ich habe auch super viele Schalker. Naja, das ist das, was ich so hier mache, was eher langweilig ist. Ist das Portal aus dem Craftbook? Hab nämlich noch nie Custom-Portale gesehen. Nee, das... Das ist CMI. Das ist ein CMI, ja. Die Portale bei uns sind nicht Vanilla, weil das Problem halt besteht, dass man sonst im Nether an ganz komischen Orten landet. Und dann könnte es sein, dass man eine Basis von einem Spieler zerstört und das wollen wir nicht. Deshalb... und das hier ist bei uns eigentlich quasi einfach ein Nether-Portal. Also wenn du ein Nether-Portal gesetzt haben willst, musst du Bescheid sagen. Und dann macht das Team das für dich. Und genau. Ich habe mir halt einen Platz im Nether gesucht, im Freebird 1 Nether. Hab den schön hinhergerichtet, hab den einen riesigen Ort ausgehöhlt. Mit Wolle verkleidet und mir dann das Portal unten hinsetzen lassen. Genau, und das sind viele Etagen für viele zukünftige Events. Also, es geht bis hier. Und dann mache ich halt in die Räume, werde ich hier Räume erstellen für die Events. Genau. Ja, das ist alles. Und da kommt eins der Pixelarts hin, was ich da gerade gezeigt hatte. Genau. Das ist so ziemlich alles hier. Wie viel Uhr haben wir? Wir haben 22.45 Uhr. Meine Idee. Hättet ihr Lust auf The Room 4? Man kann Portale farblich gestalten. Ja, man kann die umändern. Ich habe ja hier weiß. The Room 4. Ja, nein, vielleicht. Eventuell. Ja, und das alles hier ist meine Base. Sehr langweilig, chaotisch, hässlich. Josh hat auch einen guten Vorschlag gemacht. Das ist halt so gar nicht Freitagsstream-mäßig. Ich habe das eigentlich nur wegen dem Event gemacht, dass ich freitags da streame. Normalerweise mache ich freitags immer coole Spiele. Also Minecraft ist auch ein cooles Spiel, aber... Kein Stress, Momo, du musst nicht unbedingt Minecraft streamen. Ja... Genau. Dann ist es nämlich umso schöner, wenn du dann mal wirklich Minecraft... Genau, ich mache das ja hauptsächlich, das muss noch weg, zu Events. ja, genau. Okay. Ich bringe mal eben noch die Kiste, die hier da rein, weil da sind ja auch noch Sachen von Event drin. Also die bringe ich auch noch schnell dahin, wo ich das gelagert habe. Nämlich zwischengelagert hier. Zack. Okay. Skill. Und es wird alles noch verschönert hier.
verschönert und ausgeleuchtet. Jetzt gerade spawnt nur deswegen nichts, weil hier überall Teppiche sind. Ja, ich habe eine Menge Wolle verbraucht. Genau. Und gemacht. Stellen wir uns doch an einen schönen Ort. / Spawn. Während ich das umändere. Hallo Phantom Gamer. Gast. Na, ihr Fest. Gehen wir doch mal wieder hierher. Das war ein sehr guter Ausblick, fand ich. Nein, nein. Ja. Oh, nein, passt. So. Und dann kann ich... Nein. Fast. Jetzt kann ich gucken. Bei OBS. Habt ihr eine schöne Aussicht? Wundervoll. Ernst. Bitte lass es einfach. Ecklich.